שלום, אנחנו קוראים מספר כתבי בעל הסולם, חלק מאמרי שמעתי, מאמר... Hallo, wir lesen das Buch von Baal HaSulam. Shamati Artikel 52, eine Übertretung löscht eine Mitzwa nicht aus. Man kann Studienmaterial im System Avud herunterladen, öffnen oder auf der Seite Kapsioel. Auf Fragen kann man stehen auf Avud. Also Shamati 42, eine Übertretung löscht die Mitzwa nicht aus. Das ist ein ganz besonderer Artikel, sogar unter den Artikeln von Shamati. Er erklärt uns viele Probleme, die wir in unserer Arbeit erlangen, wie wir uns oder sehen, wie wir uns über die schlechten Zustände erheben, wie wir gute Zustände bilden, wie wir übergehen zum Glauben über den Verstand, wie wir uns bemühen, insbesondere wie wir uns bemühen, uns vorzustellen, dass wir dem Schöpfer Zufriedenheit bereiten. Was bedeutet, was ist ein Gebot? Eine Mitzwa. Mitzwa bedeutet, dass Mitzwa ist das, dass ich beabsichtige, etwas dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Bis wir dazu gelangen, alle Gelegenheiten und all unsere Gedanken nur darauf ausgerichtet sind, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Weil der Schöpfer eine Stufe ist, die vor uns verborgen ist, die erhaben ist vor unserer inneren und eine unbegreifbare Wirklichkeit für uns ist, müssen wir das momentan zwischen den Freunden machen. Und auch hier wurde uns momentan ein egoistisches Verlangen gegeben, dass wir uns nicht so leicht einander annähern können. Das wurde absichtlich gemacht, damit wir anfangen können, uns zueinander in richtiger, authentischer Weise zueinander zu verhalten. Unter der Bedingung, damit wir das ebenfalls auf den Schöpfer ausrichten können. Deshalb ist es so, dass bis wir zur Spiritualität gelangen, haben wir auch im Materiellen keine Beziehungen über dem egoistischen Level. Ich spreche nicht über Beziehungen von Mutter und Baby zum Beispiel, welche auf der tierischen Ebene sind, sondern auf der Stufe des Menschlichen, des Sprechenden. Um zu einem Zustand zu gelangen, wo wir uns bemühen, in all unseren Handlungen, sie auszurichten, um dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten, haben wir dieses Grundprinzip, dass die Sünde das Gebot nicht auslöscht und das Gebot die Sünde nicht auslöscht. Und so kommt, sehen wir uns an, was der Rabash und der Baal HaSulam dazu geschrieben haben. Bitte, Niv. Wir lesen zuerst einmal so von Anfang bis zum Ende und werden jetzt nicht schnell vorankommen, sondern danach werden wir uns bemühen, das auch noch zu verstehen. Bitte. Shamati Artikel 52, eine Übertretung löscht eine Mitzwa nicht aus. Eine Übertretung löscht eine Mitzwa, also Gebot, nicht aus. Und eine Mitzwa löscht eine Übertretung nicht aus. Um die Handlungsweise in der Arbeit ist, dass, also die spirituelle Arbeit ist gemeint, dass man den guten Weg gehen muss. Aber das Böse, das im Menschen ist, lässt sie nicht den guten Weg gehen. Man muss jedoch wissen, dass der Mensch das Böse nicht zu entwurzeln braucht, weil dies unmöglich ist. Vielmehr muss man das Böse nur hassen, so wie es geschrieben steht. Wie geschrieben steht, die ihr den Schöpfer liebet, hasset das Böse. Nur der Hass wird benötigt, da ist der Hasses, der die Anhaftenden trennt. Aus diesem Grund
besitzt das Böse keine eigene Existenz. Die Existenz des Bösen hängt vielmehr von der Liebe zum Bösen oder von dem Hass auf das Böse ab. Dies bedeutet, wenn der Mensch das Böse liebt, dann ist er in der Herrschaft des Bösen gefangen. Und wenn er das Böse hasst, dann entkommt man seinem Einflussbereich. Und das eigene Böse hat keinerlei Macht über den Menschen. Daraus folgt, dass die hauptsächliche Arbeit nicht am Bösen selbst ist, sondern am Ausmaß der Liebe oder am Ausmaß des Hasses. Daher zieht eine Übertretung eine andere Übertretung nach sich. Und wir müssen fragen, warum verdient er eine solche Strafe? Denn wenn der Mensch seine Arbeit nachlässt und stürzt, muss man ihm doch helfen, sich nach dem Fall wieder zu erheben. Hier jedoch sehen wir, dass ihm noch Hindernisse hinzufügt werden, dass er noch tiefer fällt als bei seinem ersten Fall. Damit jedoch der Mensch Hass für das Böse empfindet, wird ihm noch mehr Böses gegeben, damit er fühlen möge, wie sehr ihn die Übertretung von der Arbeit des Schöpfers entfernt. Obwohl er diese erste Übertretung bereut hat, hat er noch nicht das Ausmaß der Reue erreicht, das den Hass auf das Böse wirken würde. Daher zieht eine Übertretung eine weitere Übertretung nach sich. Und jedes Mal bereut er. Und sicherlich bringt ihm jede Reue Hass auf das Böse ein, bis das Maß des Hasses auf sein Böse voll ist und er sich vom Bösen trennt. Denn Hass bringt Trennung. Und daraus folgt, wenn der Mensch Hass in einem Maße entdeckt, welches Trennung herbeiführt, benötigt er die Korrektur, die Übertretung zieht Übertretung nach sich. Nicht mehr, er benötigt nicht mehr. Und auf jeden Fall gewinnt er Zeit. Und in der von ihm gewonnenen Zeit tritt er in die Liebe zum Schöpfer ein. Und deshalb steht es geschrieben, ihr, die den Schöpfer liebet, hasset das Böse. Sie hassen das Böse nur, das Böse selbst jedoch bleibt an seinem Platz und es ist nur notwendig, das Böse zu hassen. Und dies geht hervor aus, doch du hast ihn nur ein wenig niedriger als den Schöpfer gemacht. Und dies ist die Bedeutung dessen, was die Schlange gesagt hat. Und ihr sollt wieder Schöpfer sein, Gutes und Böses kennen. Das bedeutet, dass der Mensch sich bemüht, nach dem Beispiel des Schöpfers alle Wege der höheren Lenkung verstehen will. Und dies ist die Bedeutung von die Begierde des Menschen wird ihm erniedrigen. Was bedeutet, dass er alles im äußeren Verstand verstehen will. Und wenn er es nicht versteht, fühlt er sich elend. Die Wahrheit ist, dass wenn der Mensch erwacht, um etwas zu wissen, dieses ein Zeichen ist, dass er dieses etwas wissen muss. Und zu der Zeit, wo er seinen Verstand überwindet, was er verstehen will, dann und er alles im Glauben mit Verstand nimmt, wird dies die größte Niedrigkeit nach menschlichen Maßstäben genannt. Und in der Masse, wie er das Verlangen hat, mehr zu wissen und dies im Glauben mit Verstand annimmt, ist er in größerer Niedrigkeit. Nun können wir verstehen, was sie über den Vers darlegten. Und der Mensch Moses ist sehr sanftmütig, bescheiden und geduldig. Und die Bedeutung davon ist, dass er die Niedrigkeit in einem Maße aushielt, über dem es kein höheres Maß gibt. Und dies ist das Geheimnis von Adam Rishon, der vor der Sünde vom Baum des Lebens aß und in Vollkommenheit war. Jedoch konnte er nicht über die Stufe hinausgehen, auf dem er stand, denn er fühlte keinerlei Mangel in seinem Zustand. Daher konnte er natürlich nicht alle heiligen Namen enthüllen.
Daher macht er gemäß, er ist schrecklich in seinem Werk den Menschensöhnen gegenüber, dass er vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esse. Und durch diese Sünde entfernen sich alle Lichter von ihm. Und so musste er natürlich seine Arbeit von vorn beginnen. Und darüber steht es geschrieben, dass er aus dem Garten Eden vertrieben wurde, da er, wenn er vom Baum des Lebens gegessen hätte, für immer gelebt hätte. Dies ist das Geheimnis des Inneren der Welten. Denn wenn er dort eintritt, bleibt er dort für immer. Dies bedeutet, dass er wiederum ohne jeden Mangel bleibt. Und um den heiligen Namen enthüllen zu können, die sich durch die Korrektur von Gut und Böse enthüllen, musste er daher vom Baum der Erkenntnis essen. Dies ist ähnlich einem Menschen, der seinen Freund ein großes mit Wein gefülltes Fass geben möchte. Sein Freund jedoch hat nur ein kleines Glas. Und was tut er nun? Er füllt den Wein in dieses Glas und nimmt das Glas mit nach Hause, wo er es ausleert. Danach geht er noch einmal mit dem Glas und noch einmal füllt er es mit Wein. Dann geht er noch einmal nach Hause, bis er den Inhalt aller Weinfässer erhalten hat. Und er hört eine weitere Parabel, die er, Baal Sulam, über zwei Freunde erzählte. Einer von ihnen wurde ein König, der andere hingegen war sehr arm. Und er hörte, dass sein Freund ein König geworden war. Der Arme ging zu seinem Freund, dem König, und erzählte ihm von seinem schlechten Zustand. Der König gab ihm einen Brief an den Schatzmeister, auf das er 2 Stunden lang so viel Geld erhalten sollte, wie er wollte. Der Arme kam mit einer kleinen Schachtel zur Schatzkammer, ging hinein und füllte die kleine Schachtel mit Geld. Als er herauskam, trat der Schatzmeister gegen die Schachtel und alles Geld fiel auf den Boden. Es ereignete sich diese einige Male und der arme Mann weinte, warum er dies mit ihm machte. Schließlich sagte er, all das Geld, das du die ganze Zeit genommen hast, ist deins und du kannst alles nehmen. Du hattest nämlich nicht die geeigneten Behälter, um genug Geld aus der Schatzkammer zu nehmen. Deswegen wurde dir dieser Streich gespielt. Gut, das ist der Artikel. Das ist eigentlich ein kurzes Gespräch, was Baal Sulam gehalten hat, was Baal Sulam gesagt hat. Nun lasst uns anfangen zu lesen und stellt Fragen. Vorwärts. Niv. Lies Absatz für Absatz. Shamati, eine Übertretung, Artikel 52, eine Übertretung löscht eine Mitzvah nicht aus. Eine Mitzvah löscht eine Übertretung nicht aus. Das heißt, beide sind voneinander gesondert. Das eine bedeckt das andere nicht. Man braucht viele Mitzvot, man braucht viele Übertretungen. All diese nehmen zu und ergänzen einander. Und warum brauchen wir beide? In Wahrheit brauchen wir die Übertretungen, weil dies die Aviut des Parzuf ausmacht. Und je mehr wir haben, desto mehr Verlangen zu empfangen haben wir. Mit all den Schlangen, die darin sind. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass der Mensch viele Mitzvot macht, denn indem er jedes Mal noch sich erheben möchte und daran denken möchte, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten, so folgt daraus, dass all diese Übertretungen ihn dazu antreiben oder anstoßen, Mitzvot zu machen.
das heißt Gebote zu machen. Das heißt, er fragt sich, was kann ich mit dem Zustand, in dem ich bin, tun, um dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Deshalb ist die Übertretung gesondert und das Gebot gesondert. Man kann auch sagen, dass es keine Mitzwa gäbe, wenn nicht eine Übertretung dieser vorausgehen würde. Bitte nochmals. Eine Übertretung löscht eine Mitzwa nicht aus. Eine Übertretung löscht eine Mitzwa nicht aus und eine Mitzwa löscht eine Übertretung nicht aus. Und die Handlungsweise in der spirituellen Arbeit ist, dass man den guten Weg gehen muss. Das heißt, man muss Handlungen machen, um dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. An ihn denken und alles damit verbinden und alles darauf ausrichten. In jedem Augenblick. Aber das Böse, das im Menschen ist, lässt ihn nicht den guten Weg gehen. Das Böse wurde absichtlich so geschaffen, dass es in dem Menschen ist und sich und den Menschen hier ablenkt. Das heißt, sein Verlangen in alle möglichen Richtungen ablenkt. Man muss jedoch wissen, dass der Mensch das Böse nicht zu entwurzeln braucht, weil dies unmöglich ist. Das heißt, wir werden uns niemals von unserem Ego, von unserem Bösen trennen können, indem wir an uns selbst, dass wir nicht mehr an uns selbst denken, dass wir nicht mehr an Erfolg denken, an Genüsse oder persönliche Sachen. Das wird niemals sein. All das wird bestehen bleiben, bis wir die Möglichkeit haben, noch mehr und mehr dem Schöpfer hier für den Schöpfer zu tun. Denn es kann nicht sein, dass wir irgendeine gute Einstellung, gute Beziehung zum Schöpfer entwickeln, solange wir nicht erkennen, dass wir in einer gegensätzlichen Form sind. Vielmehr muss man das Böse nur hassen, so wie geschrieben steht. Die ihr den Schöpfer liebet, hasset das Böse. Das heißt, nur der Hass wird benötigt. Da es der Hass ist, der die Anhaftenden trennt. Zwischen Mensch und Schöpfer, Schöpfer und Mensch befindet sich dieser Hass, dass der Mensch das nicht ertragen kann, beziehungsweise an jemand anderen denken kann. Denn alle seine Gedanken drehen sich nur um sich selbst. Er ist nicht in der Lage zu hören, dass dies eben nicht geschehen möge. Deshalb muss er jedes Mal arbeiten und arbeiten, sich immer darauf ausrichten, sich fragen, was tue ich zum Wohl des Schöpfers? Was tue ich, um ihm Zufriedenheit zu bereiten? Und nicht, dass der Schöpfer das bräuchte, sondern dadurch entwickelt sich und nähert sich der Mensch dem Schöpfer. Aus diesem Grund besitzt das Böse keine eigene Existenz. Die Existenz des Bösen hängt vielmehr von der Liebe zum Bösen oder dem Hass auf das Böse ab. Wir in unserer Beziehung, in unserer Einstellung zum Ego, indem wir an uns selbst denken, in allen möglichen Formen, dadurch bilden wir ihn eigentlich. Wir ermöglichen ihm erst seine Existenz. Dies bedeutet, wenn der Mensch das Böse liebt, dann ist er in der Herrschaft des Bösen gefangen. Und wenn er das Böse hasst, dann entkommt er seinem Einflussbereich. Und das eigene Böse hat keinerlei Macht über den Menschen. Daraus folgt, dass die hauptsächliche Arbeit nicht am Bösen selbst ist, sondern am Ausmaß der Liebe oder am Ausmaß des Hasses. Daher zieht eine Übertretung eine andere Übertretung nach sich. Ja, bis der Mensch fühlt, dass er wirklich im Bösen gefangen ist. Und was ist das Böse? Das Böse ist, dass er selbst nur an sich selbst denkt. An sich selbst denkt, für sich, zu seinem eigenen Wohl denkt. Das heißt, alles dreht sich nur um sich selbst. Und das Gegenteil davon ist, dass er
seine Gedanken auf den Schöpfer ausrichtet. Aber das Wichtigste ist, sich zu bemühen, im Laufe der ganzen Zeit darauf zu achten, wo befinde ich mich? Worauf ist mein Herz ausgerichtet? Gut? Vlad, was willst du? Kiew. Darauf, wie ist es überhaupt, das Böse zu hassen, was das ganze Natur, meine ganze Natur darstellt? Denk darüber mehr und mehr und du wirst sehen, wie sehr du dich darin befindest, die ganze Zeit an dich selbst zu denken, dass du nur möchtest, dass du an dein eigenes Wohl denkst. Du siehst, wie du bist, wie du tust. Alles, was du tust, verfolg dich selbst und schau, dass dies, dass hier dein Ego dich ausrichtet. Das ist Natur, das ist nicht gut und nicht schlecht, sondern das fängt dann gut oder schlecht an zu sein, wenn du dem eine Richtung gibst, wenn du entscheidest, dass wenn du dich, wenn du keine Rücksicht auf deine Natur nimmst, dann, also, wenn du nicht darauf schaust, was deine Natur macht, dann bist du eigentlich wie ein Tier. Aber wenn du dir sagst, meine eigene jetzige Natur ist eigentlich gegenteilig zu dem, was der Schöpfer ist, so bestimmst du bereits, was gut und was schlecht ist. Und dann, ab diesem Moment an, musst du dich bemühen, dein Leben so auszurichten, dass die Wünsche und die Gedanken an sich selbst böse sind und schlecht sind und die Gedanken und die Wünsche an den Schöpfer sind gut. Es gibt nicht mehr als das. Natürlich geht das Ganze durch die Gruppe, durch all die Zustände in unserem Leben, aber eigentlich ist das so. Es kommt heraus, wie ihr sagt, schaut mal, wie du gehst, wie du sitzt. Ja, du verstehst es, alles deine Natur, das ist böse, aber im Gleichgewicht dazu, was muss dazu sein? Gedanke für die Freunde oder was? Du bemühst dich, auf Basis deiner ganzen Natur alles nur zum Wohle des Schöpfers zu machen. Du hast in allem, was du getan hast, nur daran gedacht, dass es dir gut geht. Jetzt sollst du in allem, was du tust, überlegen, dass es dem Schöpfer dadurch gut gehen möge. Das heißt Absicht. Das ist eine Absicht. Diese Absicht, über die Sie sprechen, muss sie getrennt von meiner Natur existieren oder zusammen mit meiner Natur? All das ist von dir abhängig, wie sehr du dich selbst in all diesen Ausrichtungen in deinem Leben, wie du dich ausrichtest. Probier mal, ab dem Morgen deinen ganzen Tag so auszurichten, dass alles, was du tust, dass du in allem, was du tust, dem Schöpfer Zufriedenheit bereiten möchtest. Du hast das tausende Male schon gehört, nicht nur eine Stunde oder zwei Stunden, jetzt probier es umzusetzen. Aber diese Gedanken, diese Handlungen sind als ob getrennt in meiner Praxis, getrennt von mir. Das heißt, ich denke über die Freunde nach, über den Schöpfer. Muss man weiter so handeln? Das heißt, dieses Verlangen zu empfangen, ignorieren, diese Forderung des Verlangens. Nein, es ist nicht so, dass du das geringschätzt und deine egoistischen Verlangen nicht auf diese nicht blickst, sie nicht betrachtest, sondern sie helfen dir, dass du auf ihrer Basis dich durch die Gruppe an den Schöpfer ausrichtest. Das bedeutet, alle Vergehen, alle Verbrechen werden durch Liebe bedeckt. Es ist ein Verbrechen, an sich selbst zu denken. Das Verbrechen ist, an sich selbst zu denken. Der böse Trieb richtet das einem Menschen so ein und wir wollen ihn umwandeln. Das wird umgewandelt, in die Absicht zu geben. In Ordnung? Gut, schön. St. Petersburg 3, bitte.
Sie haben jetzt gesagt, dass diese Arbeit man durch die Gruppe ausführen kann. Wie kann man das verwirklichen? Wie kann man die Freunde beeindrucken und Eindruck zurückhalten? Und Sie sprechen über die Sünden und natürlich kann ich im Moment nicht über das Gebot sprechen. So wie es dir angenehm ist. Ich bestimme das nicht, sondern der Mensch muss selbst bestimmen, wie angenehm es ihm ist, in Richtung zum Schöpfer zu denken, oder direkt auf an den Schöpfer zu denken, und dass er das danach auch in der Gruppe umsetzen kann. Natürlich ist es durch die Gruppe praktischer, viel, wie soll ich sagen, so ist es ernsthafter, spiritueller, authentischer, praktischer. Aber zumindest soll er in seinem Gedanken überlegen, entweder ich oder der Schöpfer. Das heißt, er soll diesen Vektor, diese Richtung ändern, dass er ausgerichtet ist auf den Schöpfer. In Ordnung? Als Russland. Ja, Sie haben gesagt, dass es kein Gebot gibt, welche die Sünde nicht vorausgehen würde. Mir scheint es irgendwie, dass es umgekehrt sein muss. Wie kann man das klären? Ja, natürlich. Eine Übertretung löscht eine Mitzwa nicht aus und eine Mitzwa löscht eine Übertretung nicht aus. Das heißt, wenn du bereits gehst, so zieht das eine das andere an. So zieht das eine das andere nach sich. So funktioniert das. Bald wird sich dir das klären. Petach Tikva 20. Rav, es kommt heraus, gemäß dem Artikel, dass ich ständig wie in einem Theater sein muss, wenn ich schaue, was in dem Ego passiert, wohin das Ego mich zieht, das zu bestimmen und dann die Richtung der Gedanken zu ändern. Das heißt, ich und mein Ego, sie sind immer getrennt. Ich schaue auf das, was passiert. Das ist richtig. Queens, bitte. Ja, guten Morgen, teure Freunde, teure Rav. Steht geschrieben, derjenige, der den Schöpfer liebt, hasst das Böse. Also der Hass zum Bösen Prinzip hilft, sich davon abzustoßen und zum Guten zu gelangen. Denn Israel wird Zeitbeschleuniger, das ist Achishene genannt. Und wenn es kein Hisaron gibt, dann gibt es auch kein Anziehen des Lichtes. Richtig. Richtig, Internet. Frage von Kapiu 7. Wie kann man unser Hass zum Bösen klären? Welche Art und Weise klären wir unser Hass zum Bösen? Indem wir die Richtung ändern. Das Böse richtet uns auf uns selbst aus. Das heißt, dass es zu unserem Wohl gemacht wird. Aber das ist eine große Lüge, aber so nehmen wir das an. Und wir wollen das in eine gegenteilige Richtung ändern. Das heißt, nur in Richtung zum Schöpfer. Also, jede Handlung und jede Gedanke, die ich mache, in all dem muss ich die Richtung meines Gedankens ändern, die Richtung meiner Handlung, worauf ich da jetzt ausgerichtet bin, zum Wohl des Schöpfers, anstatt das Ganze zum Wohl, zum quasi eigenen Wohl zu machen. Aber das gibt es nicht. Es gibt hier kein für mich, es scheint uns nur so. Wir füllen bloß das Ego, das absichtlich geschaffen wurde, damit wir die Arbeit machen können und uns selbst in unserer Wahl auf den Schöpfer ausrichten können. Noch eine Frage von Mark 20. Wenn ich in die Macht des Bösen gelangt bin dann und ich habe keinen Hass zum Bösen, wie kann ich dann herauskommen aus dieser Kraft des Bösen? Nochmal.
wenn ich in die Macht des Bösen herabgefallen bin, ich habe keinen Hass zu dem Bösen, was soll ich dann tun, um vom Einfluss des Bösen herauszukommen? Denk darüber nach. Denk darüber nach, dass ich bin in der Herrschaft meines Egos. Das ist schlecht. Wie kann ich anfangen, aus ihm herauszukommen, damit ich dadurch zur Vollkommenheit, Ganzheit und zur Spiritualität gelange? Das geht nur, wenn ich mit aller Kraft anfange, an den Schöpfer zu denken. In jedem Augenblick und in jedem Zustand. Bald werden wir darüber lesen, in weiterer Folge werden wir in dem Artikel darüber lesen. Frauengruppe, bitte. Hallo Raf, aus dem Süden fragt man, es steht geschrieben, dass wenn ihr das Böse hasst, dann kommt aus der Macht des Bösen heraus. Und dann hat das Böse keine Macht über den Menschen. Wie hört das Böse seine Macht über mich auf? Das heißt, dass du dich von ihm trennst. So trennt man sich. Wie entfernen wir uns in dieser Welt voneinander? Im Maß unseres Hasses entfernen wir uns, obwohl es physisch sein könnte, dass wir einander nahe sind. In der Spiritualität gibt es überhaupt nichts Physisches, sondern nur die Empfindung, entweder Hass oder Liebe. In dieser Weise befinden wir uns in der Nahe oder Fern. Aus Mark 36 fragt man, warum war der Mensch verpflichtet, vom Baum des Erkenntnis zu essen? Ansonsten hätte der Mensch keinerlei Möglichkeit, sich als Menschen, als ein Mensch zu sein. Deshalb wird der Adam vor dem Sündenfall nicht als Mensch bezeichnet. Er hat noch keine Persönlichkeit. Er wurde vom Schöpfer geschaffen, sondern erst nach dem Sündenfall, als der Adam angefangen hat, sich in der Absicht zu geben, dem Schöpfer ähnlich zu machen, so wurde er erst durch seine Angleichung, durch seine Ähnlichkeit, den Schöpfer Adam genannt. Aus Peter Thema 25 fragt man, der Schöpfer hat das Böse erschaffen. Und wie kann man das Böse hassen, wenn man nicht den Schöpfer hasst und mehr als das, dass man ihm Genuss bereitet? Wir müssen den Schöpfer lieben, indem er das Böse geschaffen hat. Und durch das Böse können wir uns auf den Schöpfer ausrichten. Ohne den Bösen würden wir auch nicht zum Schöpfer gelangen. Wir hätten keinerlei Grundlage, keinen Grund, um zum Schöpfer zu gelangen. Also, deshalb steht geschrieben, der Mensch muss das Böse preisen wie das Gute. Das werden wir noch auf dem Weg fühlen. Und damit wir aus dieser kindischen Einstellung zu unserer Natur herauskommen. Aus Tal Lateinamerika 13 fragt man, kann ich den Schöpfer nur durch den Zähne erfreuen? Du kannst den Schöpfer erfreuen, indem du all die Handlungen, Absichten und deine Wünsche ausrichtest. Wie machst du das? Nur durch irgendeine Handlung. Die einzige spirituelle Handlung, die es in unserer Welt gibt, in unserer materiellen Welt, ist, dass du dich mit den Freunden verbindest, mit Menschen wie du selbst und ihr alle in Handlungen zueinander beabsichtigt, euch dem Schöpfer anzunähern. Oder gib mir ein anderes Beispiel von dem, was du tun könntest. Es gibt noch alle anderen Handlungen, von denen du denkst, dass du denken kannst, dass du sie ausführst und damit dem Schöpfer Zufriedenheit bereitest. Aber das sind Handlungen, die nicht viel Kraft haben. Damit veränderst du nicht die Natur.
Du erhebst dich nicht über die Natur, nicht, du erhebst dich nicht über das Ego. Die ganze Sache ist die, dass wir uns in der Ausrichtung auf den Schöpfer über uns selbst erheben können, über unsere Natur und dem Schöpfer gemäß der Angleichung der Form annähern. Wie willst du das anders machen? Gibt es noch weitere Fragen von den Frauen? Ja, aus Frankreich 1, Petartikva 6, fragt man, woher bekommt der Mensch die Kraft, die Ausrichtung von sich selbst zum Schöpfer zu ändern? Alles kommt vom Schöpfer. Der Mensch selbst ist nichts. Er bekommt irgendeine kleine egoistische Natur und wirkt nur aus dieser Natur heraus. Und deshalb steigt in diese Natur wieder auf, senkt oder fällt nicht und er tut nichts, sondern er lebt einfach nur so darin, er existiert. Wenn er anfangen möchte, sich selbst zu verändern und in die Spiritualität einzutreten, so hat er keinen anderen Ausweg. Er ist verpflichtet, in einer Umgebung zu sein, welche ihn in einigen Sachen in einem Gegensatz zu ihm steht. Mit seinem Ego kann er sie nicht mit sich verbinden und auch sich selbst nicht mit ihnen verbinden. Also arbeitet er gegen sein Verlangen und er erlangt dadurch Unterscheidungen. Schaut euch mal an, was wir in unserer Welt machen. Mit Stein oder Metall zum Beispiel. Wir arbeiten immer an den Widerständen, wie der die Elektrizität oder Magnetismus. Das sind viele, viele Kräfte, die auf uns Druck ausüben. Und sie lassen uns eigentlich nichts tun. Und in der Überwindung über diese bilden wir unser Leben. Deshalb brauchen wir Treibstoff, Gas, Strom und anderes, um uns selbst richtig aufzubauen, aber gegen die Naturkräfte. In der Spiritualität ist unsere Kraft, das ist die Kraft der Natur, unser Ego selbst, das ist die Gedanken an sich selbst. Das heißt, solange der Mensch in diesen Kräften unterliegt er auch seiner eigenen Natur. Und um uns darüber zu erheben, müssen wir hier etwas tun. Die ganze Weise der Kabbalah lehrt, wie man die höhere Welt, die spirituelle Welt annimmt, statt der materiellen Welt, welche eingebildete Welt genannt wird. Ja? Letzte Frage aus Almata 1. Wie kann man den Schöpfer überwinden, dass wir bereit sind, vom Bösen zu fliehen? Wir müssen den Schöpfer nicht überreden, sondern wir müssen uns bemühen, noch mehr und mehr zu seinem Wohl zu machen, statt dem eigenen Wohl. Und das muss uns in unseren Knochen wirklich bewusst werden, dass wir all das nur tun, um ihm Zufriedenheit zu bereiten. Dass es zu seinem Wohl ist, wie es genannt wird. Die Absicht, um zu geben. Wenn wir uns in so einer Weise ausrichten, so werden wir innerhalb einiger kurzer Handlungen bereits anfangen zu fühlen, dass wir uns ihm nähern. Dass wir anfangen, in unseren Handlungen zu erkennen, wem wir uns nähern. Niv, bitte. Wir lesen weiter mit den Worten und wir müssen fragen. Und wir müssen fragen, warum verdient er eine solche Strafe? Denn wenn der Mensch in seiner Arbeit nachlässt und stürzt, muss man ihm doch helfen, sich nach dem Fall wieder sich zu erheben. Hier jedoch sehen wir, dass ihm noch mehr Hindernisse hinzugefügt werden, dass er noch tiefer falle als bei seinem ersten Fall. Kann nicht über das, dass jemand, der so etwas macht,
wird darüber gesprochen, dass wenn der Mensch eine Handlung macht und diese Handlung egoistisch ist, so entdeckt er das nicht sofort und dass er sofort daraus kommen möchte und dass er rauskommen möchte und, das, und hier sofort rauskommt, sondern man ergänzt ihm noch mehr und mehr Egoismus als zuvor, weil er gerade dadurch fühlt, wie sehr er eine egoistische Handlung gemacht hat, an sich selbst gedacht hat, an sein eigenes Wohl und was daraus folgt ist, dass er nur so vorankommen kann, dass er ein größeres Bedauern hat über das, was war, und er möchte herauskommen und so entwickelt er sich. Das heißt, um aus dem herauszukommen, was er in egoistischer Weise von sich selbst gedacht hat, das heißt, an sein persönliches Wohl, um aus diesem persönlichen Wohl herauszukommen, muss er in ein noch größeres Ego eingetaucht werden und sehen, wie sehr dieses Ego wirklich zu seinem Nachteil ist. Dann kommt er aus diesem Ego heraus und kann etwas zum Wohl des Schöpfers machen. Das heißt, man muss quasi doppelte Strafe dazu geben, als das, was ihm eigentlich zusteht. Deshalb sind unsere Abstiege auch viel mehr, durchlaufen wir viel mehr Abstiege als Aufstiege. Dies nochmals bitte. Und wir müssen fragen, warum verdient er eine solche Strafe? Denn wenn der Mensch in seiner Arbeit nachlässt und stürzt, muss man ihm doch helfen, sich nach diesem Fall wieder zu erheben. Hier jedoch sehen wir, dass ihm noch mehr Hindernisse hinzugefügt werden, dass, auf das er noch tiefer falle als bei seinem ersten Fall. Noch einmal oder weiter? Damit jedoch der Mensch Hass für das Böse empfindet, wird ihm noch mehr Böses gegeben, damit er fühlen möge, wie sehr ihn diese Betretung von der Arbeit des Schöpfers entfernt. Obwohl er die erste Übertretung bereut hat, hat er noch nicht das Ausmaß der Reue erreicht, das den Hass auf das Böse bewirken würde. Daher zieht eine Übertretung eine weitere Übertretung nach sich. Und jedes Mal bereut er. Und sicherlich bringt ihm jede Reue Hass auf das Böse ein, bis das Maß des Hasses auf das Böse voll ist und er sich vom Bösen trennt. Denn Hass bringt Trennung. Nochmal. Damit jedoch der Mensch Hass für das Böse empfindet, wird ihm noch mehr Böses gegeben, damit er fühlen möge, wie sehr ihm diese Übertretung von der Arbeit des Schöpfers entfernt. Obwohl er die erste Übertretung bereut hat, hat er noch nicht das Ausmaß der Reue erreicht, das den Hass auf das Böse wirken würde. Daher zieht eine Übertretung eine weitere Übertretung nach sich. Und jedes Mal bereut er. Und sicherlich bringt ihm jede Reue Hass auf das Böse ein, bis das Maß des Hasses auf das Böse voll ist und er sich von Bösen trennt. Das Hass, den Hass bringt Trennung. Das heißt, er muss noch mehr Strafe erhalten, als ihm durch die Handlung eigentlich zustehen würde, um zu lernen, dass er das nicht mehr tut, damit er ein Regime hat, einen Abdruck, so einen Abdruck hat, so ein Bedauern hat, welches eine Übertretung bedeckt. Und dann ist es klar, dass er in Zukunft diese Sünde nicht mehr begehen wird.
Das heißt, diese Übertretung begehen wird, weil ihm das als Korrektur angerechnet wird. Türkei 3, bitte. Dear Rav, a question from my tent. What holy mindset must we be? Frage von meinem Zehner. In welchem Zustand der Heiligkeit müssen im Zehner sein, um das Böse zu hassen? In welchem Zustand der Heiligkeit müssen wir im Zehner sein, um was? Um das Böse zu hassen. Das Böse zu hassen. Wir müssen in einer Beziehung, in einer Verbindung zueinander stehen, in dem Maß, in dem wir gegen die Trennung arbeiten. Wir arbeiten an dieser, daran, dass die Trennung nicht mehr geschehen möge. Und wie soll ich sagen, wir bewahren das. Und in so einem Maß, in dem wir darin sind, befinden wir uns in einem Hass auf das Böse, in einem Hass auf die trennenden Kräfte. Und das Wichtigste ist, dass wir anfangen, hier zu verstehen, dass wir in so einer Weise nicht existieren können, sondern vom Hass zur Liebe übergehen müssen, dass wir übergehen müssen zur Liebe zu den Geschöpfen, das heißt von der Freundesliebe zur Liebe zum Schöpfer. Und dann folgt daraus, dass wir in so einer Weise uns davor, vor dem Bösen bewahren. Und natürlich wird sich jedes Mal noch mehr und mehr von dem Bösen offenbaren, bis, so wie im Zohar geschrieben steht, dass die Freunde von Rabbi Shimon, die Freunde des Zohar, dass sie sich einander umbringen wollten sogar. Aber man steht jedes Mal und hält Wache, organisiert sich mehr und mehr, bis wir uns nicht erlauben, unter der Herrschaft des Bösen zu sein, sondern jedes Mal uns nur noch mehr mit dem Guten verbinden wollen. Deshalb muss der Mensch in jedem Augenblick sich selbst stoppen und untersuchen, wo befinde ich mich? Bin ich im Bösen oder bin ich im Guten? Was geschieht hier? Und so weiter. Und jedes Mal zum Guten streben, zur Errichtung des Schöpfers. Unsere Arbeit muss wirklich auf einen Punkt konzentriert sein. Will ich jetzt dem Schöpfer Zufriedenheit bereiten oder mir selbst? Das ist, entweder gehe ich in die eine Richtung oder in die andere. In der Mitte gibt es nichts. Italien 4. Bravo, buongiorno. Buongiorno. Perché l'investimento Raff, buongiorno. Mi permette di uscire fuori dal mio ego? Come faccio a sapere? Warum die Investition meine Kräfte in die Gruppe erlauben mir aus meinem Ego herauszukommen? Wie kann ich wissen, dass wenn ich die Freunde liebe, dass es tatsächlich bedeutet, dass ich dem Schöpfer Genuss bereite? Wenn du einfach bloß so die Freunde liebst, damit bereitest du dem Schöpfer keine Zufriedenheit. Es gibt viele solche Gemeinschaften, viele Gruppen, die sich mit Liebe beschäftigen. Doch wenn du deine Richtung änderst, um statt für dich selbst zu erhalten, für den Schöpfer erhältst, dann wirst du verstehen, dass um diese Richtung zu bewahren, du eine Gemeinschaft brauchst, weil du ansonsten nicht mal einen Augenblick darin sein kannst. Und die Umgebung, welche rund um dich ist, wirkt so, dass jeder aufeinander wirkt. Und ihr werdet an dem kleinen Ego, das sich in jedem Einzelnen befindet, arbeiten müssen, sodass alle, wenn ihr gegen euer Ego Krieg führt, in einem Kreis, in der Gruppe, so werdet ihr aus dem heraus
auf den Schöpfer wirken können. In so einer Weise muss man arbeiten. In Ordnung, Italien 4. Yes, yes. Kann man nicht noch etwas fragen? Maestro, io volevo anche chiederti questo. Nel momento in cui dall'articolo capiamo che il nostro, la nostra inclinazione. Danke, Lehrer. Ich würde gerne Sie noch fragen. In den Zuständen gemäß dem Artikel, wo wir sehen, dass unser böse Trieb immer stärker wird, gibt es eine Möglichkeit, die Möglichkeit, unser bösen Trieb zu lenken? Ist es meine individuelle Frage oder muss ich der Gruppe die Möglichkeit geben, meinen bösen Trieb zu lenken? Nein, jeder ist verantwortlich, seinen eigenen bösen Trieb zu lenken und alle müssen sich darauf ausrichten, ein gemeinsames Gebäude aufzubauen. Und dieses Gebäude bilden wir durch den Übergang von dem Hass auf das eigene Böse zum Hass auf das Böse in der Gruppe. Und damit bilden wir den spirituellen Parzuf, denn die Grundlage des Parzuf ist das eigene, ist der eigene Egoismus des Einzelnen, und wir verbinden diese Wünsche in der Absicht, um zu geben, oder zumindest in einem Zimzum, in einer Einschränkung, bilden. Darauf bauen wir bereits einen Teil, mit dem wir dem Schöpfer geben können. Das heißt, das Ende des Parzuf. Wir haben Rosh des Parzuf, Toch des Parzuf und Sof des Parzufs. In Ordnung? Tel Aviv 4. Gut, Tel Aviv 4. Wenn ich den Hass auf der Straße sehe oder zum Beispiel Antisemitismus, welche innere Einstellung muss dazu sein? Das hat mit dem Thema des Artikels nichts zu tun. Wir sprechen darüber, wie wir uns von der Eigenliebe zur Liebe zum Schöpfer erheben. Durch diese Arbeit vertreiben wir alle Leiden und alle Probleme, alle Hasser. Aus. Du musst viel lesen. Es fehlt dir Material. Türkei 4. Good morning, Rav. Guten Morgen, Rav. Im Artikel steht es, dass die wichtigste Arbeit. What can I add to myself from measurement? Dass er uns nur im Maß des Hasses und der Liebe erschaffen hat. Ich kann nicht verstehen, was ich noch mir hinzufügen kann. In dem Moment, wo du anfängst, dich auf die Freunde auszurichten und durch sie an den Schöpfer, so enthüllst du jedes Mal noch eine weitere Ergänzung. Eine Ergänzung des Bösen, eine Ergänzung deines Egos. Und das ist das Problem, dass du, mit dem du wirst umgehen müssen. Aus. In the article it says, measurement of the hate, of the evil. Im Artikel steht es, dass die Maßeinheit, also als ob man das Böse und den Hass messen muss, muss man darüber nachdenken, das Messen, weil ich frage das, weil sie immer sagen, man soll nicht in schlechte Zustände eintreten. Man muss mit dem Ego nicht kämpfen und so weiter. Du kannst das Böse nicht messen, du kannst doch das nicht messen. Wir haben dazu keine Kelim. Das werden wir dann später haben, wenn wir einen Parazuf haben. So werden wir Aviut von 0, 1, 2, 3, 4, 5 fühlen und dann werden wir messen können, wo wir uns befinden.
wo wir den jetzigen Zustand mit dem nächsten Zustand vergleichen. Das ist jetzt aber nicht für jetzt, sondern momentan lernen wir nur, wie wir uns über das Böse, über dem Ego, um irgendeine erste spirituelle Handlung auszuführen. You shall be like God, who knows good and evil. Ist es nicht das, was die Schlange sagt, dass ich wie der Schöpfer sein soll, der das Böse und das Gute erkennt? Wir wenden uns an den Schöpfer und damit beenden wir. Das beinhaltet sowohl das Gute als auch das Schlechte. Das Böse ist immer die Grundlage des spirituellen Parzufs. Und denke nicht, dass die Schlange etwas Verpöntes ist, so wie wir hier sehen, dass das Böse auch nicht verpönt ist. Es muss sein. Es muss jeder spirituellen Handlung teilnehmen, weil ansonsten die Handlung nicht vollzogen werden kann. Verstehst du? Das ist sowohl das Gute als auch das Böse. Es steht geschrieben, und ihr sollt sein wie Gott, der das Gute und Schlechte kennt. Es geht nicht darum, das nur im Kopf zu verstehen, sondern sich mit dem zu verbinden, so wie geschrieben steht. Und Adam erkannte Eva. Das ist eine Verbindung. Ohne dem Bösen werden wir keine Arbeit machen, keinen Sivu, keine Zurückweisung des Lichtes. Denkt darüber nach, bald wird es klarer werden. In Ordnung? Gut, wir hatten Italien 3, aber sie sind verschwunden. Gut, in Ordnung. Gehen wir nach Norden. Buongiorno. La domanda era. Buongiorno. Qual è la ragione per cui odiare la nostra inclinazione al male? Ich würde gerne fragen, was ist die Ursache, warum wir unseren bösen Trieb hassen müssen? Perché odiare la nostra inclinazione al male non basta e bisogna. Warum hassen wir unseren, dass wenn wir unseren bösen Trieb hassen, das ist nicht genügend. Entschuldige, ich habe mich verwirrt. Was ist die Ursache dessen, dass man das Böse, dass wenn man das Böse hasst, es nicht genügend ist, wenn man die Freunde liebt in der Gruppe? Das sind zwei gegensätzliche Sachen. Wenn ich das Böse hasse, ist es eines, aber wo ist die Liebe? Deshalb wurde uns der Hass gegeben, damit wir über dem Hass in unserer Anstrengung, in der Annäherung zueinander, gegen die Zurückweisung, wir uns verbinden und dadurch den spirituellen Parzuf bilden, die Handlung der Liebe. Der Hass alleine ist nicht ausreichend, sondern wir müssen uns bemühen, gegen den Hass miteinander zu verbinden und uns auf die Verbindung auszurichten, bis zur Liebe hin. Und von der Liebe zu den Geschöpfen übergehen zur Liebe zum Schöpfer, nur in so einer Weise. In Ordnung? Danke. Nordisrael 2. Rav, wie befreit man sich von den zwischen von bösen Arbeit. Guten? Du musst von früh bis spät arbeiten und dich fragen, zu wessen Wohl im Leben arbeite ich. In jeglicher Hinsicht. In Ordnung? Wie überwindet man, dass es sich ständig jede Sekunde sich ändert? Deshalb ändert sich das in jedem Augenblick, damit du eine Erklärung durchführen kannst und eine Entscheidung treffen kannst. In diese Richtung arbeitest du.
Für welche Richtung, in welche Richtung arbeitest du? Gehst du? Kabiu 3, bitte. Rav, is there not a danger wanting to please the Creator by hoping a return for a person? Gibt es Gefahren, dass wenn wir dem Schöpfer Genuss bereiten möchten und hoffen, davon einen persönlichen Nutzen zu erhalten? Wie kann man dem entkommen, dass ich die Handlungen zum Schöpfer nicht verderbe? Momentan arbeitest du so, dass du dem Schöpfer Zufriedenheit bereiten möchtest und du dafür eine Gegenleistung haben möchtest, dass er dich dafür bezahlen möge. Und hier kann man nichts anderes tun, das ist momentan deine Stufe. Aber wenn du trotzdem in Richtung zum Schöpfer denkst und durch die Freunde, jetzt wirst du vielleicht verstehen, warum es hier noch auf dem Weg zwischen, auf dem Weg zwischen dir und dem zum Schöpfer noch die Gruppe gibst. Wenn du quasi an der Gruppe arbeitest, hilft dir die Gruppe, dich langsam von deinem Ego zu trennen. Du wirst eine Zugehörigkeit zu ihnen haben, sie zu dir gehören und dadurch entfernst du dich langsam aus deinem Ich, du verbindest dich mit ihnen, das höhere Licht wirkt auf euch und es verändert eure Natur. Wenn die Gruppe nicht auf dem Weg wäre, das macht der Schöpfer absichtlich, dass er das Glied zerbrochen hat. Wenn der Schöpfer das Glied nicht zerbrochen hätte, so könnten wir nicht in so einer Weise, so könnten wir in so einer Weise niemals zur Übereinstimmung der Form gelangen. Ich würde immer daran arbeiten, zu geben, um zu erhalten. Weil es eben auf dem Weg noch eine Gruppe gegeben hat, die ich eigentlich nicht liebe, ich weise sie zurück, ich möchte sie umbringen, alles mögliche, was du willst. All das gibt es in meiner negativen Einstellung ihnen gegenüber. Aber ich muss mich, um mich mit dem Schöpfer zu verbinden, mich in positiver Weise mit ihnen verbinden. Also was soll ich da tun? Was daraus folgt ist, dass ich zur Verbindung zu ihnen gelangen muss. Weil ansonsten steht nämlich geschrieben, von der Liebe zum Schöpfer gelangt man zur Liebe zu den Geschöpfen gelangt man zur Liebe zum Schöpfer. Und hier fangen wir an zu verstehen, warum all das in so einer Weise überhaupt gestaffelt wurde. In einem Kreis. Ich muss mit den Freunden verbunden sein, die Freunde müssen an mich, mit mir verbunden sein und wir gemeinsam müssen uns so an den Schöpfer wenden. Der Schöpfer ist mit uns allen verbunden und durch uns auch mit jedem Einzelnen. Anders geht es nämlich nicht. Ansonsten würden wir im bösen Triebe bleiben. Auch wenn wir dem Schöpfer geben, muss es für uns sein. Aber anzufangen, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Auch wenn das bei uns nur im Unterbewusstsein so ist, dass wir uns mit Sicherheit, nur an uns selbst denken, so lohnt es sich trotzdem, das zu tun. Und dann gelangt man so zu dem Prinzip, zuerst einmal durch Vergewaltigung und dann aus freien Stücken. Deshalb ziehen wir in der Zwischenzeit momentan nur noch das Ormakiv an. Weil wir uns noch nicht in der Gleichheit der Form mit dem Licht befinden, aber unsere Handlungen, gemäß den Handlungen, machen wir Handlungen des Gebens, obwohl unser Herz, unsere Absichten, natürliche Absichten des Empfangens sind, um daraus Genuss zu schöpfen. Aber in so einer Weise entwickeln wir uns. Wir erwecken nicht nur das Orpnimi in unserer Gruppe, sondern das Ormakiv. Weil wir noch Absichten von uns selbst haben, aber von Lolishma gelangt man zu Lishma. Wir befinden uns jetzt mit euch in sehr, sehr ernsthaften Zuständen und es lohnt sich, diese die ganze Zeit zu wahren und darin zu sein. Gut. Hebrew 10, bitte.
Ah, ein. Besser. Ah, es gibt keine Fragen. Gut, in Ordnung. Tel Aviv 3, bitte. Rav, manchmal schickt der Schöpfer den Menschen das Böse durch den Nächsten und das wiederholt sich wieder und wieder. Es scheint so, dass der Nächste die Korrektur durchlaufen muss und nicht ich. Gibt es so etwas? Wir können diese Sachen jetzt noch nicht klären, welche der Schöpfer, welche Handlung der Schöpfer in direkter Weise mir schickt, welche er den Freunden schickt, damit ich ebenfalls in Korrektur dieser Eigenschaften bin. Aber das wird sich uns im Laufe der spirituellen Arbeit offenbaren, ja? Petach Tikva 31. Der Zehner fragt, wie kann man dazu gelangen, dass der ganze Zehner das Böse sofort erkennt? Dann, wenn man verbunden ist, werdet ihr anfangen, das zu erkennen. Ihr werdet anfangen zu erkennen, dass ihr euch überhaupt in einem Menschen befindet, in einem Herzen, in einer Handlung. Der Schöpfer verhält sich, hat eine Beziehung zu euch. Und so fangt an, euch auf dieses Fokus zu konzentrieren, diesen Fokus zu konzentrieren. Und wie reagiert der Zehner auf diese Erscheinungen, die gegen die Größe der Schöpfer sind? Der Hass muss ausgewogen sein. Das heißt, nicht so, dass man bloß einfach so hasst, sondern wir müssen verstehen, wie und weshalb und in welchem Ausmaß. Und wie gelangt man dazu? Durch Klärungen, indem man sich jedes Mal bemüht, diese egoistische Botschaft zu verlassen, dann stellen wir fest, dass auch diese sich eben eine Sünde zieht die andere nach sich und so kommen wir voran. Moskau 6, bitte. Wie kann man sich die Absicht für den Schöpfer vorstellen? Was muss man sich in seinem Kopf vorstellen? Dass in dem, was wir tun, wir dem Schöpfer Zufriedenheit bereiten wollen, aus. Oder man könnte auch in anderer Form fragen. Der Handlung, die ich jetzt tue, liebe ich den Schöpfer mehr als mich selbst oder nicht? Aus. Und so sollte man die ganze Zeit darüber nachdenken. Entweder bedauert ihr, dass ihr das nicht macht, oder doch, oder dass ihr die Zustände nicht richtig messt oder doch richtig messt. Das Wichtigste ist, immer in einer dieser beiden Richtungen zu handeln. Focus Group. Maskir kama pamim mit Nusser Charata. Im Artikel erwähnt er einige Male Buße, Reue. Muss man Buße tun oder einfach das, was kommt, das kommt? Die Buße bzw. Bedauern, das werden wir noch in der Zukunft klären. Wir müssen das den Artikel noch einige Male sicherlich lesen. In erster Linie brauchen wir mal Erfahrung. Kommt, lasst uns mal prüfen, wo wir uns befinden, während des Tages, in allen möglichen Handlungen. Sind wir auf uns ausgerichtet oder auf den Schöpfer? Fangen wir an, all diese Sachen zu sortieren und dann werden wir dazu eine Entscheidung treffen, irgendeine Meinung haben. Dann werden wir über das Bedauern bzw. die Buße sprechen. Petach Tikva 19. Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Freunde. Wie ich verstehe, das gemäß dem, was wir studieren, das Böse ist eine passive Sache. Nochmals? Gemäß
dem, was wir bislang studiert haben, höre ich, dass das Böse eine positive Sache ist. Der Schöpfer hat nichts außer dem Bösen geschaffen, weil er selbst gut ist. Und offenbar hat er das Böse gebraucht, damit man ihn kennenlernt, damit man Genuss aus ihm schöpft. Deshalb braucht man das Böse. Das Böse hebt sich nicht auf, sondern es muss eine Grundlage für jeden einzelnen Parzuf sein. Das Böse ist die Grundlage der Schöpfung. Ansonsten gäbe es keine Schöpfung. Denn Bria, also Schöpfung, bedeutet außerhalb des Schöpfers. Denn ansonsten gäbe es auch keinen Schöpfer. Bore heißt Bo Ure, also komm und sieh. Wenn du zu dieser Empfindung, zu diesem Bewusstsein aus dem Bösen heraus aufsteigst. Wieso ich frage, weil er hier schreibt, dass sogar, dass der Hass zum Bösen und die Übertretung bringt eine Übertretung. Muss ich zum Hass des Bösen gelangen? Ist es ein Teil der Schöpfung? Ja, wir brauchen einen Hass auf das Böse, aber nicht, dass wir das Böse auslöschen. Wir können es auch nicht auslöschen, sondern wir müssen das Böse nur hassen. Und in diesem Maße heben wir uns über das Böse und bilden einen Parzuf. Denn das Böse, das Ego, all diese Sachen bleiben unten, unterhalb des Parzuf. Danke. Petachtikwa 35. Danke, Rav, für sich selbst Genuss zu empfangen aus dem, was wir zwischen uns aufgebaut haben. Ist das auch, wird das auch Böses genannt? Muss man diesen Zustand hassen und wie soll man sich von hier aus richtig ausrichten? Wir müssen zuerst einmal, wie ich heute bereits darüber gesprochen habe, müssen wir uns die ganze Zeit dabei ertappen, in welcher Richtung wir ausgerichtet sind, entweder zum Wohl des Schöpfers oder zum eigenen Wohl. Lass uns das zuerst einmal machen. Prüfen wir uns im Laufe des ganzen Tages mehr und mehr, was zu tun ist. Das heißt, zu wessen Wohl wir das tun. Wir haben so viel darüber gehört. Lasst uns ab sofort einander im Zehner festhalten, damit wir so in einer Klärung sind, zu wessen Wohl tue ich jetzt etwas. Von den kleinsten Sachen bis zu den größten Sachen überhaupt. Jeder Einzelne und alle zusammen. Danke, Rav. Petach Tikva 29. Danke, Rav. Wenn ich über die Änderung der Absicht nachdenke, denke ich dann über sich selbst nach, über den Schöpfer nach, oder hängt es von der Absicht ab, wie ich nachdenke? Ja, all das hängt nur von seiner Absicht ab. Gut, lasst uns jetzt übergehen zu Kiew. Dr. Raff, Sie haben gesagt, dass in dieser Arbeit im Hass zum Bösen einerseits, andererseits in der Arbeit für den Schöpfer laufen wir den Aufbau des Parzufs durch. Sie haben gesagt, von Sof doch Rosh. Wie machen diese Arbeit? Nein, bitte, springen Sie nicht herum. Ich liebe solche Sachen nicht. Stell Fragen gemäß dem, wo wir uns jetzt befinden. Du musst einfach der Allgemeinheit folgen. Woman Internet. Frauen aus dem Internet, bitte. Frage aus Deutschland. Das Böse, der Hass zum Bösen, ist es der gleiche Hass wie in unserer Welt oder ist es ein besonderes spirituelles Gefühl? Wir fangen mit der Liebe und dem Hass an, welche wir kennen. Wir brauchen damit nicht irgendwelche Fantasien anzustellen, sondern so wie wir uns eigentlich, wie wir daran gewöhnt sind, aus den Beziehungen zueinander, so werden wir das tun.
Aus Königsberg, wie kann sich das Licht von uns empfunden werden? Manchmal das Böse, manchmal das Schlechte. Das Licht ändert sich ja nicht. Unsere Kelim verändern uns und dementsprechend enthüllen wir, dass das Licht eben gut oder schlecht ist. Mag der Hass zum Bösen verlangen zu empfangen für sich selbst. Ist das der Schirm oder ist es der Widerstand? Der Hass auf das Böse ist weder das eine noch das andere, aber in der Zukunft wird das Zimzum, Masach und Orchoser sein. Gedachtigwa 38, wie kann das Böse ein Gruppenböse sein, denn das Böse ist in mir? Aber nichtsdestotrotz schreiben wir das dem Menschen zu, denn er fühlt nicht die Gruppe. Also ist es gut, wenn wir uns in wenigstens auf solche Weise sehen. Ja, weiter. Von USA 3. Was ist mein persönliches Ego, welches korrigiert werden muss? Können Sie mir ein praktisches Beispiel geben aus unserem Leben? Also ist der Hass zwischen uns, wenn nicht Hass, dann der Mangel an Verbindung zwischen uns oder Gleichgültigkeit zwischen uns. Dies ist das Böse, das wir korrigieren müssen. Und wenn wir es nicht korrigieren, dann ist es Zeitverschwendung, hier zu sitzen und zuzuhören. Wir müssen verstehen, entweder es funktioniert oder nicht, entweder nehmen wir es ernst oder nicht. Es muss in mir, ich muss es aufschreiben in großen, großen, dicken Buchstaben an der Wand, an die Wand. Ich habe keine Chance. Ich muss zur Liebe der anderen kommen. Liebe der anderen für mich jetzt, im Moment, ist die Liebe meiner Freunde in der Gruppe. Und man darf dem nicht entfliehen. Denn das ist das Gefäß, in dem wir klären, wie weit oder nahe wir dem Schöpfer sind. Ansonsten werden wir nur verwirrt sein in diesen Dingen zwischen Hass und Liebe. Selbst in unserer Welt sind wir verwirrt dadurch. Und wie viel mehr im Spirituellen. Weiter. Von der Gruppe Söhnen können wir den Zehner bitten, um Gedanken zu erlangen, aus meinen eigenen Gedanken zu entfliehen. Wenn ich dies nicht tun kann, was wird die Antwort des Zehners oder was sollte die Antwort des Zehners sein? Nochmal, ob es möglich ist, weiter. Kann ich um Hilfe des Zehners bitten, aus Gedanken von mir selbst bitten? Oder ist das innere Arbeit? Wenn wir nicht dies bitten können, was sollte die richtige Antwort des Zehners sein? Wir wollen nicht in uns selbst bleiben, in uns selbst stochern und verwirrt sein durch all unsere Gedanken, Verlangen. Wir müssen uns erheben, all unseren inneren Müll, über all unseren inneren Müll und uns ausrichten auf die Freunde hin und den Schöpfer oder wenigstens direkt zum Schöpfer hin. In der Zwischenzeit Richtung der Freunde ist es schwierig für mich, also Richtung des Schöpfers. Für wen tue ich das und zu welchem Nutzen? Ich tue egal, also für alles, egal was ich tue. Zu meinem eigenen Nutz oder zum Nutzen des Schöpfers? Das muss die Frage, die Klärungsfrage sein in jedem Moment, die vor mir steht. Frage Kapju 2. Wenn wir zuerst den bösen Trieb erkennen, erkennen wir dies zuerst in uns oder in den Freunden? In dem Maße, in dem wir böse anderen sind, dadurch müssen wir die Wurzel dieses Schlechten sehen in uns. Es gibt keinen anderen, sondern wie der Schöpfer sich präsentiert durch tausende von Formen.
so dass wir uns selbst kennen, das Böse in uns es und es hassen, das Böse. In dem Maß, wir das Böse in uns hassen, werden wir zur Liebe des Schöpfers kommen, der sich außerhalb von uns befindet. Das ist alles? Bis jetzt, ja. Er kann dich nicht hören. Kannst du deinen Mund ein bisschen mehr besser öffnen? Okay, nee. Wir setzen fort. Wir setzen fort. Und daraus folgt, wenn der Mensch Hass in einem Maße entdeckt, welches Trennung herbeiführt, benötigt er die Korrektur der Übertretung, zieht Übertretung nach sich nicht mehr. Und auf jeden Fall gewinnt er Zeit. Und in der von ihm gewonnenen Zeit tritt er in die Liebe zum Schöpfer ein. Und daher steht geschrieben, ihr, die den Schöpfer liebet, hasset das Böse. Sie hassen das Böse nur. Also, es ist klar, ja? Schau mal, was er hier sagt. Das Böse bleibt und er bleibt immer am Ende des Bazuchs. Du kannst es nicht loswerden. Es ist Schöpfer, was der Schöpfer getan hat. Und dass wir uns erheben mit unserer negativen Beziehung zum Ego, zum Bösen, also mit der richtigen Beziehung dazu, werden wir die richtige Beziehung zum Schöpfer aufbauen können. Und wir können keinerlei Beziehung zum Schöpfer aufbauen, selbst wenn wir es etwas Negatives zum Schlechten in uns machen. Wir brauchen die Freunde, um dann durch sie in der Lage zu sein, die Beziehung jedes Einzelnen gegenüber dem Zehner aufzubauen, dann zum Schöpfer. Auf diese Weise jeder vom Zehner zum Schöpfer, vom Zehner zum Schöpfer. Und auf diese Weise werden wir letztendlich in der Lage sein, uns zu verbinden. Jeder integriert mit allen anderen und aus den Zinsverrot, die wir sind, wenn sie sich verbinden zu einem Parzof, in dem wir entdecken, dass der Schöpfer uns erfüllt. Dass er der erste Grund war, erste Ursache unserer Existenz. Und jetzt offenbart er sich als die Erfüllung, die uns erfüllt, die uns aufrechterhält. In Ordnung. Also, das Böse selbst jedoch bleibt an seinem Platz und es ist nur notwendig, das Böse zu hassen. Wir müssen die Beziehung dazu aufbauen und so uns weiterentwickeln. Wo bist du? Das dehnt sich auch. Und dies geht hervor, dass du ihn nur ein wenig niedriger als den Schöpfer gemacht hast. Und dies ist die Bedeutung dessen, was die Schlange gesagt hat. Und ihr sollt wie ein Schöpfer sein, Gutes und Böses kennen. Dies bedeutet, dass der Mensch sich bemüht und nach dem Beispiel des Schöpfers alle Wege und der höheren Lenkung verstehen will. Und dies ist die Bedeutung von, die Begierde eines Menschen wird ihn erniedrigen. Was bedeutet, dass er alles im äußeren Verstand verstehen will. Und wenn er dies nicht versteht, fühlt er sich elend. Das ist unser Problem, dass wir alles verstehen wollen, wie in der Wissenschaft, um das zu erfassen, verstehen, aufzuschreiben, diese Dinge erforschen, wie in der Physik oder sowas. Aber das wird nicht funktionieren, denn wir haben nicht mal die Instrumente, um Spezialität zu studieren, umso weniger überhaupt zu verstehen, was wir studieren. Und es in etwas zu verbinden, etwas in eine Wissenschaft gleiten, Wissenschaft packen, in irgendein Wissen. Deswegen steht geschrieben, der Stolz Menschen wird ihn herunterbringen. Denn darauf können wir nicht mal nur alle möglichen
Lehren, Psychologien aufbauen, aber nicht die Wahrheit. Also nochmal, Nif. Und dies geht hervor aus, doch du hast ihn nur ein wenig niedriger als dein Schöpfer gemacht. Und dies ist die Bedeutung dessen, was die Schlange gesagt hat. Und ihr sollt wie der Schöpfer sein, Gutes und Böses kennend. Dies bedeutet, dass der Schöpfer sich bemüht und nach dem Beispiel des Schöpfers alle Wege der höheren Lenkung verstehen will. Und dies ist die Bedeutung von der Begierde des Menschen also mit ihrer niedrigen materiellen Intellekt. Und dies ist die Bedeutung, die Begierde des Menschen wird ihn erniedrigen. Genau dadurch zeigt es, wie niedrig er ist. Er denkt, dass mit seinem Verstand und seinen Empfindungen, seinem Herz keine Spiritualität untersuchen. Was bedeutet, dass er alles im äußeren Verstand verstehen möchte. Und wenn er es nicht versteht, fühlt er sich elend. Nun, wir machen weiter. Bis jetzt gibt es keine Fragen. Die Wahrheit ist, dass wenn der Mensch erwacht, um etwas zu wissen, dies ein Zeichen ist, dass er dieses etwas wissen muss. Und zu der Zeit, wo er seinen Verstand überwindet, was er verstehen will, wird er dann alles im Glauben über dem Verstand annehmen. Und dies wird die größte Niedrigkeit nach menschlichen Maßstäben genannt. Mit anderen Worten, er macht alles, was ihm gesagt wird, selbst wenn er im Verstand das nicht funktioniert, nicht versteht und nicht fühlt. Und es gibt keinen Beweis. Aber er macht es trotzdem, weil er hört dem zu, was ihm gesagt wird, von Kabbalisten, die bereits erlangt haben. Und auf diese Weise nimmt er die Dinge an und setzt sie um. Auf diese Weise erlangt er auch ebenfalls. Und in dem Maße, wie er das Verlangen hat, mehr zu wissen und dies im Glauben über den Verstand annimmt, ist er in größerer Niedrigkeit. Lies es vielleicht nochmal. Den ganzen Absatz. Ja, die Wahrheit ist, dass es dann ein Zeichen ist, dass er verschiedene Dinge verstehen muss. Und in dem Maße, wie er das Verlangen hat, mehr zu wissen, dass dies im Glauben über den Verstand annimmt, ist er in größerer Niedrigkeit. Nun können wir verstehen, was sie über den Vers darlegten, und der Mensch, und man sieht, dass er in größerer Niedrigkeit ist. Das müssen wir noch offenbaren und verstehen. Nun können wir verstehen, was sie über den Vers darlegen, und der Mensch, Moses, ist sehr sanftmütig, bescheiden und geduldig. Und die Bedeutung davon ist, dass er die Niedrigkeit in einem Maße aushielt, über dem es kein höheres Maß gibt. Und dies ist das Geheimnis von Adam Harishon, der vor der Sünde von Baum des Lebens aß und in Vollkommenheit war. Jedoch konnte er nicht über die Stufe hinausgehen, auf der er stand, denn er fühlte keinerlei Mangel in seinem Zustand. Daher konnte er natürlich nicht alle heiligen Namen enthüllen. Daher machte er gemäß, er ist schrecklich in seinem Werk des den Menschensöhnen gegenüber, dass er vom Baum der Erkenntnis, von Baum des, der Erkenntnis von Gut und Bösen esse. Und durch diese Sünde entfernten sich alle Lichter von ihm. Und so musste er natürlich seine Arbeit von vorn beginnen. Okay, lasst uns jetzt einen Workshop machen. Was denkt ihr, sollen wir fragen? Was ist die Frage, die wir jetzt uns fragen sollten, in jedem Moment im Leben?
ob, wenn wir das Ziel erreichen möchten, richtig? Also, lasst uns einen Workshop darüber machen. Okay, Freunde, los geht's. Was ist die Frage, die wir uns selbst fragen sollten in unserem Leben? Das heißt, wenn wir das Ziel erreichen möchten. Ja, diese Klärung des zu hassen. Das ist eine gute Antwort von Raf, was wir tun im Laufe des Tages, ob wir was bedauern. Also etwas, an das wir arbeiten müssen, ganzen Tags, in dem Maße wir das Böse hassen. Aber wir beten darin, es zu kennen und Bewusstsein und sein dessen und uns davon zu trennen. So erlangen wir unsere zweite Natur. Ja, wem bereite ich Genuss und Gefallen? Ist das notwendig oder ist das für mich selbst oder um des Schöpfers willen? Ja, es gibt sehr viel unterschiedliche Tiefe in der Klärung, in dem Maß, wie der Mensch hineingehen kann. Sich nur zu erinnern an den Schöpfer und an den Zehner, desto mehr du da eindringst, siehst du, wie sehr, wie viel Absicht ich hineinlege in das Böse. Also das Böse, das mich beschäftigt mit mir selbst, wie ich mich verfühle und ich den Schöpfer befülle oder nicht gebe und nicht für mich selbst empfange und so weiter und so fort. Also diese Klärung ist gegenüber dem Schöpfer der Eigenschaft des Gebens. Die ganze Frage ist in Bezug, ob es zum Nutzen des Gastgebers ist oder für mich selbst. Ich bin mit der Frage von Balasalam, was Raf hinzufügte, mit für wen arbeite ich? Ja, das ist halt die Frage, wer ist wichtiger, mein Ego oder der Schöpfer? Wir müssen sehen, in unseren täglichen Handlungen, wie wir verbunden sind, auf eine praktische Weise innerhalb des Zehners, nicht, dass wir in die Philosophie verfallen und dass dies ausgedrückt wird durch die Liebe zu Freuden. Ihr habt alles schon gesagt. Jegliche Handlung zu überprüfen, das ist die Sache. In jedem Moment gibt es eine Entscheidung zu treffen, nutzt es mir, bringt es mir Genuss oder dem Schöpfer. Durch den Zehner in Richtung des Schöpfers in jedem Moment, nicht mehr als das. Wie du gesagt hast, wenn ich dem Schöpfer Nutzen bereite, dann arbeite ich zum Punkt des Schöpfungsplanes. Ja, selbst die Tatsache, dass wir die Theorie kennen und so sicher fühlen wir, also fehlen wir in der Umsetzung. Das steht im Artikel geschrieben. Und was wir tun müssen, ist uns anhaften an die Freunde, anhaften an Raf, anhaften an die Artikel von Balasulam, Rabash. Und bitten. Ja, und dass wir zusammen versuchen zu sprechen und dankbar zu sein, welche Handlung wir durchführen können, dass diese Frage beantwortet werden kann und dass wir diese Klärung niemals weiß nicht, was ich hinzufügen kann. Also wem bereite ich Freude? Ja,
Ich weiß nicht, was ich hinzufügen kann. Also wir müssen einander unterstützen und ich weiß nicht, was wir hier noch tun können. Also alle Artikel, Shamati, welche Ursache, was ist der Grund? Wozu machst du das? Am Ende ist es immer dieselbe Klärung. Denn das ist unsere Arbeit. Und die Einstellung, die Klärung, wofür, wozu und wie man Gutes tut. Ja, die Frage bringt viele Klärungen mit sich, Gefühlen, dass wir nicht dem Schöpfer irgendetwas geben möchten, sondern dass wir weglaufen möchten von gegensätzlichen Zuständen, bis wir im Zehner sind und er dich balanciert und ausgleicht und dich auf der mittleren Linie hält. Manchmal ist es ziemlich sehr erniedrigend, denn du merkst, dass du überhaupt nicht diese Klärung durchführst, als ob du es nicht erfasst. Also müssen wir einander helfen, in dieser Klärung zu sein. Die Klärung selbst gibt sehr starke Empfindung der Richtung, Ausrichtung der Arbeitung, der Ausrichtung der Bitte, wie wir einander helfen müssen. Also oftmals legst du diese Klärung zur Seite. Na, jetzt mache ich in eine andere Zeit, vielleicht nächste Entscheidung. Ich denke, es ist so simpel, so einfach. Aber so präzise, wenn wir uns verpflichten, uns darin gegenseitig zu halten, darin. Ja, ich kann auch bitten, wie sehr wir fortgeschritten sind, der Liebe zu Freunden, finden wir etwas hinzu dem Zehner, unterstützen wir sie, erhalten wir dadurch mehr Kraft? Eine Frage, die steht darüber geschrieben in den Büchern. Wem will ich dadurch Freude bereiten? Wenn ich nicht genieße in dieser Welt, dann wenigstens zu suchen, wie kann ich Freude bereiten? Entweder dem Schöpfer oder dem Freund, brav, nach etwas zu suchen, das außerhalb von mir liegt, dass ich dem ich meinem Leben widmen möchte. Das ist, warum wir uns der Zehner gegeben wurde, dass die Bücher, Bala Salam und Rav, dass wir uns annullieren können, dass wir fühlen können, was Glauben über den Verstand bedeutet, den Freunden meine Meinung mitzuteilen und dass wir dann dem zustimmen. Und was immer die Freunde entscheiden, das führe ich aus. Ich folge ihnen. Es ist nicht einfach für niemanden, aber es ist eine einfache Handlung, das wir tun können während des Tages. Wir setzen fort im Text und darüber steht geschrieben, dass er aus dem Garten Eden vertrieben wurde. Denn da er, wenn er vom Baum des Lebens gegessen hätte, für immer gelebt hätte. Dies ist das Geheimnis des Inneren der Welten. Denn wenn er dort eintritt, bleibt er dort für immer. Das bedeutet, dass er wiederum ohne jeden Mangel bleibt. Und um die heiligen Namen enthüllen zu können, die sich durch die Korrektur von Gut und Böse enthüllen, musste er daher vom Baum der Erkenntnis essen. In Worten, er hatte keine andere Wahl als die Struktur von Adam Rishon, sondern er musste in diese Absicht zu empfangen gehen und dann nach stufenweise herauskommen, aus entsprechender Anstrengung im Glauben über den Verstand. Das heißt, er versucht jedes Mal, sich zu überprüfen, zur Untersuchung, zu welchem
Für wen, zu welchem Zweck arbeitet er? Und jedes Mal die Richtung zu ändern, zum Schöpfer hin und durch die Gruppe. Und obwohl er nicht fühlt, dass er Erfolg drin hat und glücklich ist und warum er das tut, dennoch, er muss aufsteigen auf eine andere Ebene der Existenz aufsteigen, um nicht wegen des egoistischen Verlangens zu existieren, sondern wegen des Verlangens zu geben, das heißt Glaube. Okay, lies weiter. Dies ist ähnlich einem Menschen, der seinem Freund ein großes, mit Wein gefülltes Fass geben möchte. Sein Freund jedoch hat nur ein kleines Glas. Was tut er nun? Er füllt den Wein in dieses Glas und nimmt das Glas mit nach Hause, wo er es leert. Danach geht er noch einmal mit dem Glas und noch einmal füllt er es mit Wein. Dann geht er noch einmal nach Hause, bis er den Inhalt aller Weinfässer erhalten hat. Und ich hörte eine weitere Parabel, die Bala Sulam über zwei Freunde erzählte. Einer von ihnen wurde ein König, der andere hingegen war sehr arm. Und er hörte, dass sein Freund ein König geworden war. Der Arme ging zu seinem Freund, dem König, und erzählte ihm von seinem schlechten Zustand. Der König gab ihm einen Brief an den Schatzmeister, auf dass er 2 Stunden lang so viel Geld erhalten sollte, wie er wollte. Der Arme kam mit einer kleinen Schachtel zur Schatzkammer, ging hinein und füllte die kleine Schachtel mit Geld. Als er herauskam, trat der Schatzmeister gegen die Schachtel und alles Geld fiel auf den Boden. Es ereignete sich dies einige Male und der arme Mann weinte, warum er dies mit ihm mache. Schließlich sagte er, all das Geld, das du die ganze Zeit genommen hast, ist deines und du kannst alles nehmen. Du hattest nämlich nicht die geeigneten Gefäße, um genug Geld aus der Schatzkammer zu nehmen. Deswegen wurde dir dieser Streich gespielt. No. Bitte, Teisha. Und bitte 9. Graf, es gibt hier 3 Teile in diesem Artikel. Ich verstehe nicht, wie man dies verbinden kann. Zuerst sagt er, wir müssen das Böse hassen. Dann sagte er, dass es ein Verlangen gibt, um das Wissen, dass wir dies überwinden und was wir am Ende gelebt haben, dass wir das Gefäß überwinden können. Können Sie diese Dinge zusammenfügen zu einem Gefäß? Das ist wirklich teils der Artikel in verschiedene Teile und diese Teile sind miteinander verbunden, ja? Der erste Teil sagt, dass es eine Übertretung geben muss und Gebot und dass sie einander nicht auslöschen, sondern einander vergrößern, intensivieren. Der zweite Teil sagt er, mit dem äußeren Verstand können wir uns nicht korrigieren, sondern nur durch Glaube über dem Verstand. Und das ist die wahre Niedrigkeit. Und im dritten Teil, dass all unsere Korrekturen nach und nach stattfinden und jedes Mal nehmen wir ein, also kleine Stück, wir nehmen Teilchen von den feineren bis zu den gröberen und schwierigeren, schwereren. Und so müssen wir verstehen, dass der Schöpfer die ganze Schöpfung im egoistischen Verlangen erschaffen hat. Der Mensch muss sagen, ich muss in dieses egoistische Verlangen gehen, das heißt die Erkenntnis vom Baum des Erkenntnis Guten und Bösen und sagt dann, wofür tue ich das, für wen? Und wenn
um dann nicht um nicht in direkten Kontakt zum Schöpfer zu haben, gibt es den Zerbruch auf dem Weg. Also verbindet er sich zurück mit anderen, das ist sein Ego. Aber das scheinbar dann offenbart es sich ihm, er fühlt, dass er das hat, dass er das vor Augen hat. Und dann sieht er, ob er kann oder nicht kann. Er sieht, dass er nicht kann, so wie wir in den Gruppen. Wir können nicht zur Liebe kommen. Das ist so einfach, ganz einfach gesagt. Aber wir müssen danach streben, uns anstrengen dahin. Und jedes Mal werden wir wieder fallen. Jedes Mal den Schöpfer bitten. Jedes Mal zum Schöpfer wecken noch mehr. Denn wenn ich dem Schöpfer geben möchte, kann ich es tun, nur durch die Gruppe. Und in der Gruppe kann ich mich nicht verbinden. Ich schaff's nicht. Ich bin nicht erfolgreich. Es ist nicht eine körperliche Gruppe, es ist eine spirituelle Gruppe. Also jedes Mal größer und größer Störungen werden auftauchen vor unseren Augen. Und dann habe ich keine andere Wahl. Ich muss den Schöpfer bitten, nichtsdestotrotz, die Verbindung zwischen uns zu korrigieren. Denn er hat das Verlangen erschaffen, er hat das Verlangen zerbrochen. Und wir müssen nur die Arbeit des Schöpfers offenbaren. Mit anderen Worten, seine Vorbereitung, sein Zerbruch. Und wir müssen hier sein. Wir sind da nur als Mittel für die Bitte der Korrektur. Und wenn wir zwischen den zerbrochenen Gefäßen sind, dass wir entdecken, den Zweck der Schöpfung, dass das korrigierte Kli-Gefäß ist, das der Schöpfer erfüllt, dann müssen wir der Verbinder sein zwischen den Zerbruch und der Korrektur. Das ist an uns. Das heißt Erheben von Mann. Und das ist unsere Arbeit. Das heißt, wir sind das zerbrochene Malchut und der Schöpfer ist in Bina, auf der Ebene, auf der Schuhe von Bina. Und wir beten von ihm, uns zu helfen, verbunden zu sein. Ansonsten sind wir nicht in der Lage, ihm Freude zu bereiten. Also das ist im Grunde der gesamte Artikel. Volga. Ich habe nicht wirklich verstanden im Text, wo er darüber spricht, dass der Mensch mehr Zeit erlangen kann und dass er dann durch die Korrektur hindurchgeht, der Vergehen. Was ist dieser Teil, wo ich mehr Zeit erhalte? Wenn wir entdecken, dass wir im Bösen sind, im Schlechten sind, das ist nicht genug. Wir müssen immer das Böse in größerem Ausmaß offenbaren. Nur auf diese Weise können wir bitten, korrigieren und vorankommen. Und deswegen gibt es hier eine Frage. Mit den Strafen ebenfalls. Wenn wir jemanden strafen wollen in dieser Welt, sollen wir genau bestrafen, entsprechend dem Schaden, den Menschen zugefügt hat, oder soll es ein bisschen mehr als das sein, sodass es nicht wiederholt? Wenn wir den Menschen helfen möchten, dann müssen wir sehen, dass die Korrektur, die wir tun. Die Korrektur muss in seinem Ego sein, ja? Diese Korrektur, dass die ihn nicht, lässt, wenigstens in dem Maße, wie er übertreten ist, wie er diesen Fehltritt gemacht hat.
wenigstens nicht mehr daran zu sein. Ansonsten haben wir überhaupt nichts getan, hat nichts geholfen. So müssen wir arbeiten. Also wir sprechen jetzt natürlich nicht über unser Rechtssystem, was in der Welt passiert, denn wir wissen nicht, welchen Schaden wir zufügen, welchen Fehler des seinen egoistischen Verfahren verlangt zu empfangen, aus welchen er den Übertretungen gemacht hat. Das können wir nicht wissen. Deswegen ist unsere ganze Gesetzgebung dieser Welt kein Bezug hat zur Spiritualität. Und so entwickeln wir uns. Und es gibt hier sehr viele Dinge zu sagen. Ich weiß nicht, was ich mit euch machen soll, denn wir sind... Okay, wir haben Kaukas, wir hatten sie noch nicht heute. Können wir uns entwickeln, nicht von dem Schlechten durch das Gute, aber von dem Guten zu mehr Guten? Also wie kann ich das Gute verlassen, so groß im Guten kommen? Also komm ich ja nicht raus aus meinem Ego. Wo ist... Also wie kann ich jedes Mal mehr aufsteigen auf eine höhere Stufe? Was wird mich zwingen, mich mit Freunden zu verbinden? Und verbinden bedeutet, sie in mir zu akzeptieren als Teile meiner Seele, Teile meines Verlangens. Ich muss jeden Einzelnen verbinden, im Maße, wie er korrigiert ist, möchte ich ihn anbinden an mich, verbinden mit mir. Und ich bin auch bereit, mich mit allen anderen verbinden, in dem Maße, wie sie korrigiert sind. Und so verbinden wir uns aneinander, miteinander, indem wir jedem aneinander binden, bis in jedem es einen Zehner gibt. In jedem Einzelnen. Ein Zehner, der korrigiert ist. Und auf diese Weise kommen wir zum vollkommenen Gefäß, das dem Schöpfer Freude bereiten kann. Und wodurch? Indem wir uns öffnen und bereit zu sein, diesem Gefäß alles anzunehmen, das vom Schöpfer ihm begegnet. Kiew. Danke, Raf. Im Artikel schreibt er, dass man das Böse hasst und dass man sich trennen muss vom Bösen. Also wir sagen auch, dass das Böse notwendig ist. Andererseits verschwinde ich. Also die Frage lautet, sollten wir, in dieser Balance zwischen dem Bösen dies balancieren? Wir müssen das Böse hassen, so sehr wir es können, unser Ego hassen. Und so sehr es möglich ist, die Liebe der Kraft der Verbindung zwischen uns zu lieben. So sehr wir das können, beides. Bis wir entdecken, dass sie gleich sind, in dem Maße, wie ich das Böse hasse, liebe ich auch die Verbindung. Ich weiß, dies benötigt Zeit. Toronto. Das benötigt Zeit, ja. Toronto 2. Oh, Schlicha. Einleim, the Mispar. Oh, Entschuldigung, wir hatten keine Frage, es war die Zahlen, kein Fragezeichen. Okay, wir hatten die schon, alle schon. Was machen wir jetzt? Jetzt sollen wir übergehen zum wenigstens zum Ticha, Einführung. Okay, lass uns das tun. Leman achay le'ay, leman achay achay le'ay, aravan ha'shalom. Quante volte ho tentato di vivere.
strano mondo che voleva solo di vivere, con la speranza che qualcosa di vero si nascondesse dentro questa realtà. Così alla stregua di un vagabondo ho incominciato a cercare nel mondo, in che mi son trovato qui con voi, il vegano più bello che ho. Leman achai vereai, leman achai vereai, leman achai achai vereai, Adam rana shalom bach. Leman achai vereai, leman achai vereai, leman achai achai vereai, Adam rana shalom bach. Costruiremo tutti insieme un grande cuore, in grado solo di donare un grande amore. Insieme progetteremo, mai più lasciarci vorremo. Brindiamo a questa nuova umanità. Le fai! Insieme scopriremo il giorno dove l'amore è la costante del mondo. Pure dimora qui perché è in quell'amico che cammina con te. Le mani hai vereai, le mani hai vereai, le mani hai hai vereai, Adam rana shalom bach. Le mani hai vereai, le mani hai vereai, le mani hai hai vereai, Adam rana shalom bach. Porta la condizione che sveglierà tutta l'umanità. Le malachai vereai, le malachai vereai, le malachai achai vereai, Adam rana shalom bach. Le malachai vereai, אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 183 את הפתיחה. Wir lesen von Schriften von Baal HaSulam. Wir sind in der Einführung in die Weisheit der Kabbala, Punkt 88. Ja, also was lernen wir? Wir lernen, wie das höhere Licht, der Schöpfer, das Verlangen zu empfangen, erschaffen hat durch die vier Phasen des direkten Lichtes und dann alle verschiedenen Manipulationen, Handlungen ausgeführt hat, auf dem Verlangen zu empfangen. Es erfängt diese Form, wo es gefüllt werden kann durch das Licht des Schöpfers. Der Schöpfer füllt diese ganze Wirklichkeit und durch dieses Geschöpf, welches Verlangen zu empfangen genannt wird, dies erlangt diesen Zustand, welche Stufe ist wie der Schöpfer. Das ist tatsächlich, was wir hier lernen. Und diese Arbeit muss in verschiedenen Stufen erfolgen, denn das Verlangen zu empfangen ist gegensätzlich des Verlangens, des Wunsches des Schöpfers, und er kann nicht diese Erfüllung erhalten, weil es gegensätzlich ist, welches passend ist für diese Erfüllung. Und deshalb ist die Frage, wie das Verlangen zu empfangen einen Zustand erlangt, dass es sich selbst anpasst, entsprechend diesem Licht, dieses Verlangens des Gebens.
wie ein egoistisches Verlangen sich selbst korrigieren kann oder den Schöpfer bittet, dies zu arrangieren und dadurch einen Zustand erlangen, dass beide verbunden sind. Dies ist die ganze Wissenschaft der Kabbala. Das ist alles. Also, aus diesem Grund lernen wir, dass die Welt von Adam Kadmon entsteht. Adam Kadmon und dann, wenn es sich verfeinert, das zweite Pazuf wird abgenannt, das Pazuf Sag, es ist Galgalta Absag, die drei, diese drei Pazufim, welches die Mehrzahl ist von Pazuf, Pazufim, sie entstanden eins nach dem anderen. Danach, nachdem das Pazuf Sag entstand, weil das ist das Pazuf von Mina, welches vollkommen im Geben sich befindet, also wenn es sich das Licht von Chochma erhält und seine Nekodot sind die reinste Art des von Binah, dieses Gesicht, diese Phase des Gebens, diese Phase der Grobheit. Und dieses Licht kann absteigen nach unten bis zum Tabor, das möglich ist hier, und dann füllt es das ganze Gefäß, welches sich hier befindet, die Gefäße von Galgalta, die Gefäße des Empfangens, und dann, wenn es gibt zu Galgalta, der Eigenschaft der Phase 2 von Binah, dann empfängt es zurück die Eigenschaft der Phasen 4, der Stufe 4, und es verursacht die zweite Einschränkung. Das heißt, Binah, welches dieses ganze Pazuf ist, es schränkt sich ein bis zu diesem besonderen Punkt, welcher Passa genannt wird, denn es empfängt ein zusätzliches Verlangen von Malchut an diesem Punkt. Das Malchut Nehi von Galgalta ist das Ende von Galgalta. Und es zeigt sich, dass hier haben wir die zweite Einschränkung, wie wir gesagt haben. Zweite Einschränkung. Zim zum Bett. Okay, wie schreiben wir dies? Ich weiß nicht. Zim zum Bett. Das Malchut, welches sich hier am Ende befindet, Nekudot von Sag, es steigt auf zur Biene vom Guf von Nekudot von Sag. Und das ist, wie die Einschränkung sich vollzieht. Das heißt, wie man dieses Licht haben kann, bis zu diesem Punkt, welcher Parsa genannt wird. Aufzeichnet in Rot. Das ist alles. Nun, danach haben wir ein weiteres Parzuf, was sehr besonders ist. Von Sag empfängt es diese Regimot von Nehi von Ag. Und dann werden diese Regimot, sie verursachen eine Paarung in Nikwe Enaim von Rosh von Sag auf der Stufe von Benah vom Rosh. Denn es kann nicht weiter absteigen. Es kann nicht hier runter absteigen. Und das ist der Grund, warum Sag eine Paarung im P verursacht, nicht im P, aber
in seiner Bina in Nikwe einheim. Und dann, wenn es diese Paarung ausführt, nur auf diesem Teil, dass das Licht von hier absteigen kann nach unten, unter den Tabor bis zum Passa. Und dann wird dieses Passuf, das die Welt von Nikodim genannt werden, es kann nur von Nikodot von Sack entstehen. Und in diesem Passuf, wie normalerweise, gibt es zwei Rosh, das erste Rosh, das zweite Rosh und der Guf. Aber in jedem einzelnen von ihnen gibt es nur Keter Chochma und die Hälfte von Mina, das heißt Gelgalta und Enaim. Gelgalta und Enaim im Rosh und Gelgalta Enaim, das heißt das erste Rosh, das zweite Rosh und den Guf, der Körper. Und das ist alles. Und in jedem von ihnen sind die Gefäße des Gebens. Sie befinden sich nur Keter Chochma gar von Bina. Und dies ist, was hier geschieht. Danach ist es nicht genug. Der Zivug findet statt in 2 von 1. Welcher auch auf der zweiten Einschränkung sich befindet. Zimtzum Bet. Zweite Einschränkung. Aber danach haben wir eine Paarung auf den Regimot von Nehi von Ag, welche sich auch aufsteigen nach hier. Und wenn sie eintreten in Rosh von Sag, verursacht es die Paarung in P vom Rosh. Auf den vollständigen 10 Sephirot. Und dann wird diese Paarung stattfinden von 4 10 Sephirot. Und was wir dann haben, sind die Lichter von diesen 4 10 Sephirot. Es steigt ab zum Tabor, woher die Regimot entstanden sind, Und hier erhalten wir die Lichter, welche durch all diese Gefäße entstanden sind bis zu Nikodim. Und wenn es auch durch den Parser hindurch läuft, zerbricht es diese Gefäße, weil das Licht, ein sehr großes Licht, eintritt. Es tritt ein und es geschieht auf allen 5 Phasen in den Gefäßen unterhalb des Passats. Sie können nicht existieren auf diese Weise, deshalb zerbricht es diese und die Gefäße erhalten es in der Absicht, um zu empfangen. Das wird der Zerbruch der Gefäße genannt. Bitte, Nif. Punkt 88. Du weißt bereits, dass Sohn der Ak mit diesem neuen Licht die 10 Sephirot der Nikodim durch 2 Stellen hindurch erleuchtet. Erstens, es das Licht illuminierte Keter Nikodim durch den Tabor. Zweitens, durch Yesod erleuchtet es aber wie immer den Nikodim. Wisse, dass diese Illumination durch Tabor Cholam heißt, welches für die Odiot über ihnen erscheint. Es ist so, da die Illumination des Tabor nur Keter der Nekudim erreicht, das heißt die männliche Stufe des Rosh der Nekudim, und die männliche Stufe breitet sich nicht in Sat, unteren 7 der Nekodim aus, welche die Kelim der Guf sind, die Otiot genannt werden. Daher gilt, dass das Licht nur von seinem Ort oberhalb ausscheint, ohne sich in die Otiot selbst auszubreiten. Mechuna Bashem Shuruk.
Diese Illumination durch Yesod wird als Shuruk bezeichnet, das heißt ein Waf mit einem Punkt, welches sich innerhalb der Linie der Otjot befindet. Der Grund dafür ist, dass diese Erleuchtung bis Abba Ve'ima den Nekudim reicht, welche die weibliche Stufe von Rosh Nekudim ist, deren Lichter sich auch im Guf ausbreiten, welche die Saat den Nekudim genannt Otiot sind. Daher findest du den Punkt von Shuruk innerhalb der Linie der Otiot. Ich habe vergessen, hier zu schreiben, auf der Zeichnung, die bedeuten, dass das Rosh, das erste Rosh Keter genannt wird, das ist das Rosh der Einkleidung, das zweite Rosh wird aber und immer genannt, aber und immer das Rosh der Grobheit, zwei Rosh und der Guf. Okay, wir haben Rosh 1, Rosh 2, okay. Also, wenn dies so ist, lasst eure Fragen hören und dann werden wir es nochmal vielleicht lesen. Moskau Nummer 1. Warum sagt er jetzt im zweiten Teil, sagt er, dass das Licht durch Yesod kommt? Was? Warum ist das so? Durch das Yesod, wir werden noch darüber reden, weil und wie es entsteht. No, du hast es gesagt, angesprochen. Nun, es gibt, es scheint näher zu sein in den Eigenschaften. Okay, wir werden es später noch lesen. Unity 1, 1. Ich verstehe es nicht verständlich. Wie Nekudot von Zag herabstieg und dann von Tabor und sich dort vermischte bis zu Galgalta. Und die Reshimot in Rosh, es gab die Paarung auf Nikvenaim. Also diese Reshimot sind so, dass es verboten ist, dass Lichter unterhalb die zweite Einschränkung gehen und plötzlich gibt es eine neue Paarung in Gadlut und dann findet der Zerbruch statt. Aber es gab doch ein Reshimot dort. Wie konnte das passieren? Du hast recht, das ist eine sehr gute Frage. Im Rosh, gibt es keine Information, keine Begrenzung, keine Einschränkung, dass die Gefäße, die empfangen wollen, um zu empfangen, es existiert dort nicht. Es gibt nicht solch eine Sache. Sie haben nur gedacht, dass die Gefäße von Binah unterhalb des Wasser drängen konnten. Und bald werden wir dies auch erklären. Bedatikwa 14. Also wir haben gelernt, dass das Licht geht vom Rosh bis zum Guf. Was bedeutet es? Neues Licht leuchtete von Sohn von Ak unterhalb von Tabor. Ja, von Sohn von Ak scheint das Licht, es strahlt aus. Und das ist die Antwort für die Welt von Nikodim in Katnut. Es bildet in sich in Katnut, denn es sind Verlangen. Wir haben Verlangen über diesen Punkt und unterhalb dessen. Und diese Verlangen sind in Verbindung dadurch schränken sie das Licht von oben ein. Und das wird nicht nach unten eintreten. Das wird benannt, unter dieser Einschränkung zu sein. Also was bedeutet, dass sie leuchten, Sohn von Ak leuchtete? Was soll das heißen? Was heißt es, dass es scheinen kann? Noch einmal, es ist durch das ganze System, dass sie aufsteigen von Ak an sich selbst bis zu Ab und Sag und dann erlangen sie das Rosh von Sag. Durch Rosh von Sag scheinen sie in die Welt von Nekudim. Es kann nicht sein, auf eine andere Weise. Verstehst du? Sogar wenn sie sich einkleiden ineinander, dort sagen wir, dass sie dies zeigen, aber die spirituelle Handlung muss derart sein, dass es dementsprechend ist, wie es
Es entsteht auf der all den Stufen von den Welten von entsoften ganzen Verbindungen. Es gibt nicht ein paar Zuf, das sich zum anderen verbindet, das angenommen sich eingleitet in diese Sache und darauf scheint, alles kommt. Er steht von Malchut, von Enzov und von dort gibt es die Verbindung des Gebens unter ihnen und dann kann es zurückkehren zu ihrem Platz. Nur auf solch eine Weise. Italien Nummer 4. Perché c'è stato uno Zivug nel Rosh de Sag di Aleph? Warum gab es eine Paarung in Rosh von Sag von 2 zu 1 und warum nicht direkt mit dem Licht von Absag? Alles entsteht entsprechend der Reihenfolge der Stufen. 4 ist Gelgalta, 4, 3 ist Ab, 3, 2 ist Sag. 2, 1 ist Nekodot von Zag, die Welt von Nikodim. Und dann entsteht alles entsprechend diesen Stufen. Und es kann nicht sein, dass es hier einen Sprung gibt, denn eins beeinflusst das andere. Das neue Licht, welches entsteht als kleinstes Licht, wo immer es sein kann, es ist ein neues Licht. Und es entsteht von Ein Sof durch all die Stufen bis zum Platz, wo es diesen Mangel empfindet. Italien? Sì, sì, grazie. Grazie. Danke, danke. Okay, gut. Okay. Mark Nummer 20. Guten Morgen, lieber Rav. Sagen Sie, was ist die Verbindung zwischen dem Licht von Absag und dem Erheben von Man? Ist es wie ein vorgeschaltetes Gebet? Ich wiederhole nochmal bitte. Was ist die Verbindung zwischen dem Erheben von Man und dem Licht von Absag? Die Erhebung von Man lädt das Lein von Absag ein, welches scheint auf diesem Platz, wo die Reshimut entstehen, wo Mann entsteht, damit es die Gefäße korrigiert, damit sie fähig sein werden, wie sie dies empfangen. Was heißt dieses Erheben des Mann? Ich möchte, aber ich kann es nicht. Ich möchte empfangen und zu geben, aber ich bin nicht dazu imstande. Ich habe einen Mangel, aber keine Möglichkeit, keinen Schirm. Und dann entsteht das Licht von Absag, welches angeschlossen ist von Licht von Ab, welches Licht von Chochma ist und Sag, welches Licht von Bina ist. Und diese zwei Lichter können alles korrigieren, richtig? Und wenn sie zusammentreffen, nach unten, dann korrigieren sie diesen gleichen Platz, woher ihr Mangel sich erhoben hat, woher der Mangel gefüllt wird, woher er korrigiert werden muss, dass sie die Korrektur benötigen. Und das Licht von Absag kommt von diesem Rosh von Sag. Du kannst fragen, aber wo im Rosh von Sag haben wir dieses Licht? Wir haben Ab im Rosh von Absag, weil wir in Sag diese Regimot haben, von 3 auf 2 haben. 3 bedeutet, ist Ab. Und 2 ist Sag. Chochma und Bina. Ein Sag. Das ist der Grund, warum Sag nach unten sich absteigen kann. Und dann ist es 3, richtig? 3 zu 2, wo es verfeindet wird, von 2, 2. Denn es gibt eine Erleuchtung von Chochma dort. Und die Erleuchtung von Chochma kann nicht unterhalb des Taburs entstehen, richtig? Dankeschön. Also, diese Perspektive, Empfindung ist wie ein Gebet vor dem Gebet. Ja, das ist das Gebet für die Korrektur. Okay, wen haben wir hier noch?
Okay, betachtig, was gibt's denn? Allora, in Katnut von Nikodim ist Rosh von Sag entschied, sich ausdehnen durch den bis zum Passa, richtig? Was sind diese zwei zusätzlichen Rosh? Was klären die denn? Welche zwei? Hier, wie geschrieben steht, Rosh 1 und Rosh 2 geht dann, aber wie immer. Das ist ein Ergebnis von Katnut, der Kleinheit von Rosh, und es entsteht diese Paarung von Nikwenaim, von Rosh, von Zag. Und dann tritt das Licht heraus und es bildet sich dies nur entsprechend im Platz seiner Regimot, dieser eingeschränkten Einheit von 1 zu 1. 1, 1. Zweite Einschränkung. Also dieser Rosh hat doch schon alles entschieden. Warum gibt es zwei weitere Roshim und dort von Tabor? Rosh von Sag bereitet dies nur vor. Es ist wie abgibt dies zu Sag. Sag mit seinem Regimot. Es hat diese Aufschriften. Es möchte dies umsetzen. Das ist der Grund, warum es dieses Pazuch bildet. Von Katnut, der Kleinheit der Welt von Nikodim, wo es entsteht, der zweiten Einschränkung. Gibt es eine Paarung? Sie wo gehen diesen Roshim, Rosh 1 und 2 und halb von Tabor, gibt es da hier Klärung? Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Natürlich gibt es solche Dinge, also es ist diese Entwicklung unterhalb des Tabors. Aber wie normal, in jedem vorherigen Bazuf, haben wir das Rosh, das sich einkleidet in der Grobheit. Hier haben wir das Rosh der Einkleidung und das Rosh der Grobheit und Guf in diesem Bazuf. Also, was ist so besonders in diesem Pazuf, ist, dass wir Katnut, die Kleinheit haben, vom ersten Rosh, dem zweiten Rosh und im Guf. Und sie haben die speziellen Namen, das erste Rosh Keter genannt wird, das zweite Rosh wird genannt, aber wie immer. Das spricht über die Zukunft und später werden wir sehen, warum sie diese Namen erhalten haben. Gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen Rosh, der bis jetzt geschah, und dann diesem Rosh, dann scheint anders sein als zuvor. Nichts ist unterschiedlich, es ist das gleiche Prinzip, es sind die gleichen Handlungen in dieser Handlung. Okay, Petachtik war 19. Ja, sie sagten, dass Bina empfängt Zusatz von Malchut und von Passa. Was ist jetzt von Passa? Nein, ich habe das nicht gesagt. Nein, am Anfang. Nein, nicht darüber spreche ich. Sondern wie kann es durch den Passa durchdringen überhaupt? Wie kann es sein, dass Bina unterhalb von Passa durchtreten kann? Bina kann sich aussehen, wo immer es möchte. Es ist die Kraft des Gebens. Es kann niemanden stören. Es ist wie der Schöpfer, der sich überall befindet. Es ist nicht wie irgendwas, dass es hier gezogen wurde, sondern es ging dasselbe, hat es selbst ausgeführt, ja? Ja, natürlich. Aber wenn sie diese Paarung verursachen, dann haben wir dieses Licht. Und dann wird Bina, es kann diesen Platz heiligen. Also wenn wir korrigierendes Licht heranziehen, dann wird es runterziehen unterhalb vom Passer? Nein, das Licht, das es korrigiert, das ist nicht nur das Licht von Bina. Sondern was ist es? Es ist das Licht von Absag. Wir werden diese Dinge noch lernen, denn es gibt weitere Dinge, die wir entdecken können. Wir haben bedacht, sie war 33. Die Ausdehnung des Lichts von Bina, das dann erzeugt dann auch schon Sag. Ist das die
wie bei der Paarung und das Licht verfeinert wird? Noch einmal. Das Licht von Chassad, dem Licht von der Gnade, das durch den Tabor runtergeht. Was ist das? Eine Paarung, Sivuk, die das hervorbrachte? Es ist das Licht von Chassadim. Es kann erscheinen, wo immer es möchte und in allen Verlangen. Es gibt keine Einschränkung darauf. Es ist frei. Es bewegt sich von einem zum anderen. Denn es bezieht sich nicht auf diese Gefäße des Empfangens. Aber was bringt es herab? Warum dehnt sich aus in allem ganz trotzdem von Ark? Weil Bina all die Gefäße füllen möchte, dass es kann, damit danach es ihnen eine Möglichkeit erschaffen kann, sich selbst zu korrigieren. Mark Nummer 6. Also, guten Morgen. Danke, lieber Lehrer. Warum ist der Zerbruch passiert? Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Heute haben wir nicht darüber gelesen, richtig? Wenn Bina unterhalb von Tabor ging, dann war es eine Ausdehnung der Heiligkeit. Warum passiert es nicht dann? Die Frage ist anders. Nach Bina entsteht das Licht von Chochma und das zerbricht die Gefäße. Wir werden das vielleicht morgen lernen, Kiev. Also steht hier geschrieben, dass Sat von Nikodim heißt Ot Jod und das Licht kann nicht sich dort ausbreiten. Danach schreibt er, dass das Licht sich doch dort ausbreitet. Nachdem Bina diesen Platz fixiert hat, kommen die anderen Lichter und sie können dort eintreten. Versteht nur die Eigenschaft von Bina. Es ist etwas, das einen Platz füllt, das die Gefäße, sogar das Verlangen zu empfangen. Aber wenn Bina es erfüllt, dann umgibt es den Einfluss der Lichter und es kann danach auch die Lichter von Chochma erhalten. Was ist denn dieses Korrektur, die an den Gefäßen ausgeführt werden? Es gibt der Eigenschaft des Empfangens eine eigene Eigenschaft. Also das ist dieser Platz, in diesem Platz beeinflusst dich und du erhältst die Qualität dieses bestimmten Platzes. Der Austausch, wie du an das denken kannst, dass du etwas anderes möchtest, etwas anderes tun möchtest. Das ist dieser Platz, welcher dich beeinflusst. Warum? Weil es mit dem Licht von Bina gefüllt ist. Das heißt, jeder, der sich darin eintaucht, der wird dadurch überzeugt. Und man kann dadurch das Licht von Chochma erhalten, um die Absicht des Gebens zu erhalten, bedarf Dekra 24. Die Frage ist über den Prozess, die Welt von Likundim aufzubauen. Normalerweise ist der Rosh, dann hat er einen Kopf und wir sehen hier das Rosh von Zag, einen anderen Rosh, Vorwurf zuerst Rosh von Nikodim, dann Kopf von Nikodim. Das ist, wie es immer war, also wie ab die Geburt von Zag entstehen kann, ab von Zag, das vorhergehende Parzuf gebiert immer diese weiteren Zustände. Die gehen zurück zu der Wurzel, dann gibt es einen Schirm auf der unteren Grobheit. Also ich verstehe nicht, was du willst. Also sagen wir Ab und Sag. Ab verfeinert sich selbst, oder Galgalta verfeinert sich selbst. Es verfeinert sich und dann in ihren Regime der Einkleidung der Grobheit, sie verbleiben. Die Aufschriften der Einkleidung erhalten wir das Rosh der Einkleidung von Ab und die Regime der Grobheit, welche von Galgalta verbleiben.
Also wir haben zwei Rosh und von Rosh, der Grobheit, erhalten wir den Gufen ab bis zum Tabur. Das ist okay, das ist klar. Nun, also was mir fehlt ist, das heißt ja, Rosh von Sag, Sag wurde korrigiert, er hat zwei Regime gemacht und eine Gruppe, gab es ein paar und dann wurde Kuf geboren. Es geschieht immer wie dies. Also er hat es nicht geschrieben, das habe ich nicht verstanden. Es gibt keinen Unterschied, das ist immer wie dies. Dieser ganze Prozess ist ein konstanter Prozess. Die Einschränkungen, ob sie stattfinden auf diese Weise oder auf eine andere Weise, das ist ein konstanter Prozess, okay? Okay, ich möchte am Ende nicht sagen, was wir benötigen ist, dass wir mehrere Male während des Tages über die Artikel gehen, die wir gelesen haben. Okay. Also, lasst uns versuchen, diese wiederholen während des Tages. Es gibt ein Vergehen, wenn wir nicht diese Mitzwa ausführen. Okay. Also, dieses Vergehen rechtfertigt nicht eine Mitzwa. Also, was gibt es uns? Wie können wir in unserer ständigen Klärung durchführen, warum wir existieren, wer sind wir, warum handeln wir wie dies, entweder für zu unserem Vorteil oder für den Nutzen des Schöpfers. Wenn es für uns ist, dann werden wir uns trennen. Wenn wir uns für den Nutzen des Schöpfers verbinden, muss es eine Handlung geben von unserer Seite durch den Zehner. Denkt darüber nach, versucht und versucht viel darüber nachzudenken. Was ist der Schöpfer? Was ist die Handlung, welches wir durch den Zehner erlangen? In all diesen Pazufim arbeiten die unseren Egos und diese Handlung des Gebens kann nicht stattfinden, solange es nicht durch den Zehner zum Schöpfer geschieht. Lasst uns darüber nachdenken während des Tages und mit der Hilfe des Schöpfers werden wir fortsetzen. Okay, auch heute Abend, richtig, Nif? Ja, richtig. Also heute Abend haben wir eine Mahlzeit. 18:30 Israel-Zeit haben wir eine Mahlzeit. Also werden wir fortsetzen an dieser Mahlzeit bis zum Abend. Heute, der Zeitplan für heute, 10:30 New Life, neues Leben. Dr. Leitmann, wir laden alle ein, auch zuzuschauen auf der Facebook-Seite und Fragen zu stellen. 10:35 bis 11:35 das Redaktionsteam mit Dr. Leitmann und 18:30 bis 19:30 das Mahlzeit fürs Weltkli. Also so schließen wir den Unterricht ab und gemeinsam haben wir dann ein Abschlusslied. Everything's gonna be alright. The sun will shine. Laor shechoder achshav el haneshama. Las pruebas vienen y puertas no cerrarán. Por eso, amigo, debes aguantar. Я знаю, что есть свет, но без света нет. There's no more heart of stone. All the trouble already had gone. Bechol makom, bechol katzen, nagish et ha-machal.
ייתן להמשיך קדימה ישר אל האור Adelante, adelante Con fuego en tus ojos ya Yeah, keep moving, keep moving Until the sun להמשיך קדימה ישר אל